Hazel, Thomas und Lutz van der Horst machen ein Köln-Quiz. Oh wow, mein Gott, wow, heiliger Bimbam. Was soll das? Das fragen wir uns alle. Womit habe ich das verdient? Ist das immer so jetzt, oder was? Ab ich jetzt? Weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht der ist Kink. Es der Beginn Stimmt. eines neuen Zeitalters. Das ist auf jeden Fall der Beginn einer strange Stunde. Ja, hallo und herzlich willkommen zum großen Köln-Quiz, das große Köln-Spezial. Ui, hei, dö, dö. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast wieder dabei. Wir haben uns sehr gefreut, dass er es geschafft hat. Wenn man ihn ruft, ist er da. Weil er sonst nichts zu tun hat. Lutz van der Horst, lustig, listig, richtig lecker. Ohne Kölsche Jung. Seit Geburt in der Domstadt. Genau. Und dann haben wir die Wahlkölnerin Hazel Brugger, gut betucht und hochbegabt. Ich will auch lustig und listig sein. Nein, das, nee, bin das ich. Bist du heute nicht. Das alles klar. Schon verloren. So, los geht's. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Da sind wir beim großen Köln-Spezial. Der Moderator ist ein bisschen übernächtigt, weil er die letzte Nacht mit dem Baby gemacht hat. Aber er ist also so gut angezogen wie noch nie. Ja, wie also, verhält sich das dann umgekehrt proportional zur Qualität der Nacht? Je schlechter du schläfst, desto besser bist du angezogen. So besser muss ich mich anziehen. Nee, ich wollte sagen, also ab jetzt wird es einfach nur schlechter, weil das ganze Budget für die heutige Folge ist für die Leihe dieses Smokings. Hast du den geliehen? Ja. Oh nein! Oh mein Gott. Oh aber Gott. Für die Folge jetzt, oder was? Ja, für die Folge, aber ja, klar. Was ist denn da los? Ja, ich dachte, ich drehe mal den Spieß um. Ihr seid ja normalerweise die Showmaster. Ja. Ihr habt ja normalerweise das Zepter in der Hand. In der Kamera läuft natürlich. Und ich dachte, ich zeige euch mal, wie das ist. Wow. So, sich so als Normalo zu also fühlen. Also der hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Shoutout noch an, Shoutout an Christopher, der nebendran wohnt und mir um ein Haar ein Hemd geliehen hätte, aber dann habe ich doch das eigene genommen, weil seine schlecht gebügelt waren. Man muss auch sagen, die Nachbarn benutzen gerade unsere Waschmaschine, weil ihre irgendwie stinkt. Deswegen, ja. Also, wir machen heute eine ganz besondere Spezialfolge. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass Hazel schwanger ist. Und weil das bekannt ist, dachten wir, wir produzieren ein bisschen Material vor, ein bisschen zeitloses Material. Und ich fände es cool, jetzt, wo wir langsam uns von Köln entfernen, und du, Lutz, ja schon immer in Köln warst und vielleicht auch immer sein wirst. Ich fürchte, mal ja. So Bilanz zu ziehen und oh einfach Gott. Mal zu schauen, mal die Lupe drauf zu halten, zu schauen, wie ist denn diese Stadt so? Mhm. Was ist denn da los? Also wie schneidet die ab im Vergleich zu Weltstädten, mhm. im Vergleich zu anderen deutschen Städten, im Vergleich vielleicht auch zur Region? Ich bin sehr gespannt, wie eure Ergebnisse sein werden. Ich habe euch hier die Skalen ausgedruckt. Oh, okay. Oh, wow. Und zwar? Okay. 5 von 5, sehr gut. Es gibt 5 von 5, das ist sehr gut. Dann 4 von 5, das ist gut. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, sehr gut ist sowas wie, also ich sage mal zum Beispiel der Dom. Ja? Also den Dom, mhm. jetzt so in seiner Domhaftigkeit, ist Köln schon Weltklasse. Also ja. wer den deshalb Dom habe ich natürlich will. Auch, genau, wer den Dom sehen will, deshalb habe ich auch nicht zu viel von diesen Kategorien genommen, weil ich dachte, das ist so ein bisschen unfair. Also wenn man jetzt einfach sagt so, naja, also was den Eiffelturm anbelangt, da ist Paris richtig klasse. So. Ja, also aber das ist ja, das ist sehr ja irgendwie schlecht, klar. Muss man sagen. Also deshalb habe ich jetzt so ganz viele Begriffe wie Köbes, Karneval, Hennes und so mehr oder weniger so ein bisschen zusammengefasst. Ja, okay. So viel gleich vorweg. Und natürlich auch ganz wichtig gleich vorweg, weil wir wissen ja, Städter, alle Menschen eigentlich sind sensibel. Ja, also wir geben hier nur unsere subjektive Einschätzung. Wenn jemand sagt, ich wohne seit 20 Jahren in Köln und ich finde, dass die Wohnungen alle total günstig und mega gut ausgestattet sind. In Klammern plus, ich liebe Schimmel. Ja, dann ist das halt so. Keine Ahnung. Wir haben nicht viel Zeit, deshalb würde ich sagen, wir fangen gleich an. Hat jemand von euch eine Frage? Nee, ich wollte dich nur loben. Ich finde es sehr gut, dass du in Klammern uns dann noch erklärt hast, wie wir das dann jeweils einordnen sollen. 1 von 5 ist sehr schlecht. In Klammern noch am Rande der Kriminalität. Ja, also 1 von 5 ist so. Wow. Okay. Also es geht nicht runter. Es ist noch schlechter als das hier.
Das waren Hennes und seine Schwester. Und zwar machen wir das ganze Alphabet jetzt wirklich durch. Oh Gott, das haben wir nicht viel Zeit, ja. Ich würde sagen, jede Person hat ungefähr eine Minute pro Buchstabe. Ja, da bin ich auch gespannt. Wie hat er das gelöst? Der Jack-Faktor. Ja, und ich habe nicht gecheatet. Ich habe nichts ausgelassen. Nein, okay. Nein, das ist jeder Buchstabe ist vorhanden. Klar. Ich freue mich schon drauf. Also wäre das jetzt schon aufgenommen, würde ich vorskippen. Nein, ich sage ja nur. Nicht. Ich nenne die große Show das Kölner ABFC. Wow. Oder auch Köln-Spezial, falls dieser kleine Wortwitz es nicht in den Titel der Sendung schafft. Mal sehen. A, wie ausgehen, hat sich Franzi Official gewünscht. Wie ist denn Köln so was Bars, Kneipen anbelangt? Also nur Bars, Kneipen oder auch Theater, Oper und so weiter? Weil ich bin Also, so lame. Es geht so um Party. Das war der Grund, warum ich mich wahnsinnig gut vorbereiten musste auf diese Folge, weil Hazel ist so eine, wenn sie spielt, dann lotet sie jede Kategorie aus. Genau, dann kommt das Trüffelschwein. Bei Stadtland Fluss, bei S geht da auch Säugetier. Als Land. Ja, vielleicht. Nee, also ich meine das Ausgehen, Hazel, normalerweise, wenn Leute ausgehen, meinen sie tanzen und saufen. Ah, so wie ich das aus Filmen tanzen, kenne. Saufen. So auf einer Skala von Party des Jahres bis Reste. So, ich möchte hier direkt mal, und ich bin kritisch auch Köln gegenüber, muss ich gleich sagen. Wie viel von fünf Klopfern gibt dir Köln? Und ich sage fünf. Fünf von fünf Klopfern? Ja, weil die Kölner, also die Stadt, machen wir es nicht. Nein, es geht jetzt aber darum. Hast du jeden Kölner schon Ja. Moralisch. Da kann ich auch gleich eine Charts noch vorlesen, vorbereitet. Mental. Nein, aber ich finde, die Stadt, machen wir uns nichts vor, ist halt ultra hässlich. Mhm. Meistens. Aber die Menschen sind ganz fantastisch. Und das Schöne ist ja, wenn man in Köln ist, man kommt super schnell rein. Ne? Also das erzählt man sich zum Beispiel nicht von München. Wenn man nach München zieht, ist es echt ein Problem. Mhm. Habe ich schon mehrfach gehört, da so in Freundeskreise und Klicken reinzukommen. Wenn man in Köln weggeht, man ist in der Kneipe, man ist sofort dabei. Okay. Ja, trinkt doch eine mit. Man kann sich auch an Gruppen anschließen. Ne? Genau. Wenn die irgendwie noch, wenn da die eine auf dem Klo ist am Kotzen, dann sagen die, wir brauchen noch eine hier, die Runde ist das nicht ausgetrunken. Ich würde dem Ganzen eine 4 von 5 geben, einfach weil es sehr klare Highlights gibt. Also es gibt halt die Karnevalszeit, die auch dann thematisch an eine gewisse Zielgruppe gekoppelt ist. Und dann Ende des Jahres ist immer so Nachwehen des Karnevals und Vorfreude. Und wenn man mit Karneval nicht so viel am Hut hat, dann ist es halt keine 5 von 5. Was ein bisschen seltsam ist, die Stadt pulsiert nicht immer, oder? Das könnte man sagen. Also sie ist so, manchmal ist es erstaunlich ruhig, finde ich. Ja, ich finde auch, Million Leute entscheiden sich dann einfach, jetzt können wir genau, gerade so nicht. An so einem normalen Dienstagabend um 11 Uhr ist die Stadt eigentlich tot. Köln hat ja auch so was Dörfliches, ne? Das im Positiven wie im Negativen, dass man sagt, also es ist ja wirklich so, wenn man über, keine Ahnung, in der Innenstadt unterwegs ist, über die Ringe geht, man trifft halt immer jemanden. Einfach weil die Stadt so, ja auch so begrenzt ist. Heißt aber ja, Millionenstadt ist es ja. In Wahrheit ist da hat man noch ein bisschen was eingemeindet. Aber der Kern ist ja total überschaubar. Das ist aber vielleicht auch ein Vorteil beim Thema Ausgehen. Es ist kompakt. Ja, also man das kann ich auch wirklich, gut. Man kann sich auch mal spontan entscheiden, so um 23.30 Uhr, wenn man irgendwie in Nippes ist, jetzt laufe ich noch nach Zollstock. Es ist möglich. Es ist absolut möglich. Und bei Partys gibt es praktisch keine One-Night-Stands mehr, weil man war schon mit jedem im Bett. Weil es einfach so wenige Menschen gibt, ich würde die man immer auch wieder sagen, sieht. 4 von 5. Du hast gesagt 4 von 5, Hazel. Du, Lutz, 5 von 5. Das ist ja schon wirklich sehr gut. Wow! Und Fun Fact, da sind wir eigentlich schon gleich beim nächsten Buchstaben, B wie Bootshaus. Das Bootshaus ist offiziell angeblich, ich glaube, der 6. beste Club der Welt. Wow! Ja. Das ist krass. Ich war da noch nie. Ich auch nicht. Da gibt es so wilde Partys. Ja. Da ist natürlich. Ja. Da war ich auch noch. Nein, stopp. Also, dass hier kein falscher Eindruck entsteht, ne? Also, ich bin ja nicht der Maniac und ich war auch noch nie auf der Party. Okay. Und ich war aber schon im Bootshaus, aber in der wilden Zeit, warte, wo ich kurz, noch gefeiert habe. Sag nochmal, ich war noch nie auf einer Party. Ich war noch nie auf einer Party. Aber ich bin auch gut. Ich bin ja nicht der
Maniac, als hätten das jetzt so alle. Ich habe leider nicht das Äquivalent zu Kindern, die sagen, yeah. Okay, machen wir gleich weiter. Wir können nicht so lange bei jedem Buchstaben bleiben. B wie Barrierefreiheit. Wie rollstuhlgerecht ist Köln? Ja, ich dachte, B war Bootshaus. Nee, ich habe gesagt, das hätte man so, aber so, es war inkludiert sozusagen. Das ist ja super kompliziert, das Konzept. Ja, das ist mega kompliziert. Das ist einfach, das ist ja Moderationskunst, wenn man dann noch so versucht, Dinge zu verknüpfen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Wie gut ist Köln für Menschen im Rollstuhl? Und natürlich auch für Leute, die wahnsinnig viel Gepäck dabei haben oder einen Kinderwagen oder zwei Kinderwagen. Klare Eins. Mhm. Also ganz das, klare Eins. Ihr wie seid viel ja von fünf Speichen? Seid ja bestimmt auch schon mal Köln-Deutz angekommen an dem Bahnhof. Ja. Und das ist halt unglaublich, weil man kommt ja an. Es sind ja mehr Leute angekommen, als jemals den Bahnhof wieder verlassen haben, weil sie nicht wieder wegkommen. Du musst dann diese Treppen runter, diese Riesentreppen. Und dann musst du aber die gleichen Treppen auch wieder hoch. Genau, und kennt es gibt weder eine es ist so asozial. Lift noch... Genau. Wie heißt es andere? Rolltreppen? Genau. Es ist so scheiße und dann stehen da wirklich Menschen mit sehr viel Gepäck, vor allem alte Menschen, wie kommen die da runter und dann wieder hoch? Aber ich finde, Gepäck ist noch das eine. Ein elektrischer Rollstuhl, der unmöglich. Mehrere hundert Kilo wiegt, das ist was das andere. Macht man du da? Kannst dann, du kannst, weil der ICE, der dann auf diesem einen Gleis ja nur ist, der kann, du kannst ja auch nicht mit dem zum Hauptbahnhof fahren. Also du müsstest dann eigentlich in Frankfurt umsteigen. Was wirklich sehr absurd. Aufwendig also das ist wirklich absurd. Ja, ja, das ist richtig scheiße. Wirklich am Rande der Kriminalität. Ja, ich finde auch allein dieses Ganze, also da fängt es ja eigentlich schon an, da kommen wir auch gleich noch zu, dass sozusagen der wichtige Bahnhof in Köln Messe-Deutz ist und der unwichtige ist der Hauptbahnhof. Also schon das ist ja immer so ein Hickhack. Und dann, wenn man vom einen zum anderen fährt, ist das meistens die längste Strecke zeitlich von der Gesamtstrecke, wo man unterwegs ist. Weil man immer hängen bleibt. Also man, genau, man fährt dann noch so mit Schrittgeschwindigkeit über die Brücke. Und im Kölner Hauptbahnhof sind ja pro Gleise, glaube ich, zwei Aufzüge, wo immer eigentlich einer kaputt ist und vom anderen ist eine riesige Schlange. Mhm. Und in Deutz gibt es Abschnitte, die einfach nicht barrierefrei sind. Ja. Und auch innerhalb der Stadt, also ich bin mal mit einer blinden Frau durch die Stadt gegangen und habe mir das so versucht vorzustellen, wie das ist, wenn man das alles nicht sieht. Die ganzen Leitlinien sind zugestellt, die Straßen sind zum Teil voller Baustellen, die auch nicht gekennzeichnet sind, die auch wahrscheinlich nicht erlaubt sind. Also es ist ganz, 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 ganz schlecht. Ja. Ich habe noch da eine Studie rausgesucht, falls jetzt jemand sagt, ich bin behindert und ich finde Köln total super. Ich arbeite am Bahnhof Messe Deutz. Um das Ganze noch so ein bisschen mit Fakten zu unterfüttern. Und da wurde unter anderem bemängelt, das unterdurchschnittliche Sicherheitsgefühl der Befragten im Nahverkehr und auf der Straße häufiger als in anderen Städten vermeiden Kölner, in der Stadt unterwegs zu sein. Es ist wohl alles in allem sehr... sehr ausbaufähig. Was noch interessant war, ein Sonderpreis in Sachen Barrierefreiheit hat 2022 bekommen, Bremerhaven. Wow. Okay. Das finde ich immer verrückt in Deutschland, dass dann die Städte, die barrierefrei sind, meistens so klein sind. Ja, ja. Also Marburg ist halt zum Beispiel auch irgendwie die Blindenhauptstadt. Aber ist das, weil Bremerhaven jetzt schon fast überschwemmt und deswegen kann man überall hinfloaten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt einfach gar keine Treppen mehr, weil die ganze Stadt unter Wasser ist. Ja, keine Ahnung. Aber also Köln, was Barrierefreiheit anbelangt, ist eher... Oder auch C wie Chaos, gemeint im Sinne von Verkehrschaos. Wie chaotisch ist Köln, beziehungsweise man muss es ja immer positiv formulieren, damit 5 sehr gut ist. Wie ordentlich ist Köln, vor allem was den Straßenverkehr anbelangt? Wie viele von 5 Verkehrshütchen würdet ihr Köln geben? Auf einer Skala von drunter und drüber bis geschniegelt und geriegelt. Es gehen ja keine halben Punkte, deswegen würde ich jetzt sagen eine 3. Eigentlich hatte ich gesagt eine 2,5. Aber eine 2 finde ich zu krass, weil man kommt schon rum. Es ist allerdings immer ein Scheiß. Es ist aber in allen Großstädten ein Scheiß. Aber in Köln ist es schon... Also es ist eine 2. Also ich sag sowas wie Stau, Parkplatzsuche... Die Brücken sind ja auch oft verstopft. Es ist eine Baustellen. 2. Ja, ich meine, ich habe ja kein Auto und genau Einbahnstraßen. Deshalb, weil ich so schlimm, also ich wohne in Ehrenfeld und die Straßen, also Köln ist ja generell zu eng. Das ist ja, aber du hattest ja heute zum Beispiel keinen anderen Termin und bist trotzdem eine halbe Stunde zu spät gekommen, obwohl wir extra mittags eine um 11. Eine halbe Stunde, das stimmt überhaupt nicht. Obwohl wir extra mittags um 11 gesagt haben. Aber du bist schon zu spät gekommen, weil die S-Bahn. Ja, wieder in der S-Bahn hing. Also erstmal die eine kam nicht und dann blieb sie stehen, man wusste nicht warum. So das Übliche, ne? Also S-Bahn funktioniert ja auch nicht.
Und ja, Auto habe ich nicht, weil ich es einfach schlimm finde in Köln, weil es ist mir zu eng und so, dann gibt es keine Parkplätze. Das wäre für mich purer Stress. Also ich bin mir jetzt sicher, ich möchte, dass es eine 2 von 5 wird aus meiner Sicht. Weil ich auch, die Brücken haben eine wahnsinnig hohe Wichtigkeit und sind schon seit Jahren, also die Mülheimer Brücke, da wird ja seit Jahren gebaut, aber es wird halt nicht gebaut. Also ich habe noch nie eine Person dort arbeiten sehen. Ich auch nicht, war letztens wirklich, da. Ja, also ich arbeite genauso viel wie alle anderen Leute auf dieser Brücke, nämlich gar nicht. Und das geht nicht, meiner Meinung nach. Okay, also 2. Ja. Ich glaube, ich hab auch 2 gesagt. D wie Dom. Der Dom ist wahnsinnig wichtig. Der Dom. Wurdest du nicht im Dom gezeugt, Lutz? So kölsch wie du bist. Und im Rhein warst du dann eine Wassergeburt. Schier bist du doch nach Leverkusen abgedriftet. Nee, so. Der Dom ist natürlich, also ich finde, der Dom hat auch sowas Ikonografisches. Ja, der ist überall. Du kannst gar nicht ohne den Dom zu sehen drin bleiben hier. Ja, das ist natürlich auch das Geniale, wenn du aus dem Hauptbahnhof rauskommst und da ist einfach direkt der Dom da. Mhm. Ich hatte meinen französischen Austauschschüler in den, waren es Ende 80er, ich weiß es nicht. Wow, der hat bei euch gewohnt? Musste er. Und war der hieß Dom. Der Johann, also war ja ein Austausch, der musste bei uns wohnen und ich musste dann dahin. Ne? Oh. War nicht so schön, aber ein anderes Thema, reden wir ein andermal drüber. Wenn man dann so 3 Wochen. Vielleicht kommt ja bei Buchstabe T Traumata. Ja, so 3 Wochen in Saint-Gaudens, so im absoluten Kuhkafter. Aber hat Saint-Gaudens einen Dom? Nein. Eben, also, genau. Köln. Und er kam raus, das weiß ich noch. Ne, wir haben ihn abgeholt. Und wir wohnen ja direkt da um die Ecke. Er kam raus und er hat so große Augen gemacht, weil er es nicht verstehen konnte. Er kommt raus und da ist direkt dieses riesige Bauwerk vor ihm und er war geflasht. Er war geflasht, dass man so ein Riesending direkt neben den Hauptbahnhof baut. Wie praktisch. Böse Zungen behaupten ja, es gibt einen Grund, warum das andere Städte nicht so gemacht haben. So Stichwort Fundament und wenn man da überall so die wichtigen Achsen durchlegt. Aber dein französischer Austauschschüler dachte sich... Das ist ja Wahnsinn. Ja, er hat gesagt Sunk für 5. Sunk. Eine klassische Sunk. Ich meine, man muss jetzt schon ein bisschen differenzieren, finde ich, wenn man den Dom als gegeben sieht, man könnte besser mit dem Dom umgehen. Also da wird ja permanent gebaut. Ich finde auch, dass die Domplatte an sich so ein bisschen sketchy ist. Könnte man alles ein bisschen schöner machen. Ja, auch dieses Bohai, was immer um den Dom gemacht wird. Also wenn man die haben alle auf dem Trikot, wollte ich schon sagen, auf der Praxisuniform haben die so einen Dom mit so Mützen. Das ist doch dann übertrieben. Auch, ich glaube, also, mit Domblick, dann ist die Wohnung gleich 200 Euro teurer. Genau, und das kann auch bedeuten, so dass es so... Klospülung steigen. Genau, das ist so aus dem Klofenster, dass du so einen kleinen... Ein Foto von einem Dom siehst beim Nachbarn. So ein Wasserspeier siehst. Für mich ist der Dom ganz kleiner. Ich habe mich nochmal umentschieden. Der Dom selber? Ich habe mich umentschieden. Oh wow, damit bringst du jetzt... Nein, er ist eine 5, er ist eine Zank. Nein, natürlich. Ich mag ja auch, was ich ja auch super mag am Dom, ich meine, der ist ja ursprünglich einfach weiß gewesen, ne? Mhm. Oder ganz hell und ist ja einfach verunreinigt durch diesen ganzen Scheißverkehr und die Tauben und was da alles so in Köln so rumfliegt. Aber ich finde es geil, wenn dann nachts dieser Dom so grünlich angestrahlt wird. Es hat auch sowas Dämonisches. Mhm. Und das mag ich. Also dämonisch. Auch im Horror, auch so im Horrorbereich eine 5. Okay. Man müsste das auch filmisch so ein bisschen inszenieren, dass so Monster aufgespießt werden. Da sind ja auch Monster oben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal oben wart. Ich war tatsächlich noch nie oben. Komisch. Ja. Wir wohnen so nah am Dom und auch schon seit x Jahren. Aber welche Monster sind denn und welche Redakteure wohnen denn dort oben? Das Schöne ist ja, dass man da oben die Einzelheiten ja gar nicht sehen kann, wenn man unten steht. Und da haben sich die Leute einfach so ein bisschen ausprobiert. Du siehst da auch den Hennes, ne, den Geißbock. Mhm. Und kommt und auch noch bei H. H wie Hennes. Ah, okay. Klar. Und das ist ganz spannend, was man da oben so sieht. Okay, aber ich meine, festhalten muss man Dom 5 von 5. Aber auch wegen der Lage einfach. Also die Lage ist halt absolut spektakulär, oder? Vom Dom. Ja. Ja, super zentral. Also. Gut, ich meine, man hat auch den Dom einfach als Zentrum definiert. Also es ist ja relativ einfach. Es ist wie wenn man sagt, nein, dein Bauchnabel ist in der Mitte vom Körper. Ja, Jeckhammer. Fun Fact, ich habe mich noch ein bisschen mit Kirchenarchitektur beschäftigt. Diese ganzen Begriffe so wie Basilika und sonst was. In Regensburg gibt es ein Kirchenblatt, das heißt die Rosette. Das finde ich total geil. Nein, ernsthaft? Ja. Oh mein Gott. Weil es gibt ja immer dieses Kirchenfenster. Dieses Kirchenfenster, glaube ich, ist das vorne oder hinten? Auf jeden Fall halt. Also wenn es Rosette heißt, ist es hinten, würde ich sagen. Also an einem Ende des Schiffs gibt es immer dieses runde, riesige Fenster, was Rosette heißt. Und es gibt auch Zeitungen, die so heißen. E wie Ehrenfeld.
Da komme ich ja her, Kinder. Szeneviertel galt lange als so eine Art neues Berlin. Aber jetzt ist die Frage, ist es das wirklich? Also wenn man es so mit allen Szenevierteln in Deutschland vergleicht, wie szenig ist Ehrenfeld noch im Jahr 2020? Ja, im Vergleich zu allen anderen Vierteln würde ich sagen, noch am szenigsten. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, Ehrenfeld war ja früher auch wahnsinnig kriminell und hieß ja damals auch Räuberfeld. Oh, ja. Was? Ich hatte auch mal jemanden da, einen Handwerker. Der wurde dann geklaut. Und er hat gesagt, hier stelle ich meinen Waren aber nicht ab, hier in Räuberfeld. Ne, war ihm nicht so, immer noch nicht geheuer. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so. Wir kennen Gentrifizierung. Das Einzige, was jetzt gestohlen wird, sind die günstigen Mietpreise. Ja, absolut. Du wohnst ja in Ehrenfeld. Ja. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Was ist denn da so, also was sind so deine Go-To-Places, die du hier verunstalten möchtest in diesem Podcast, weil dann ganz viele Leute dorthin gehen? Das werde ich auf keinen Fall sagen, weil diesen Fehler, was heißt ein Fehler für ihn war es vielleicht keiner, es gibt ja das Kebabland, das kennt ihr ja auch, wo es einen super guten Kebab gibt. Das habe ich schon mal tolle besungen. Marinade. Echt, das hast du besungen? Seitdem kriege ich dort immer kostenlos Kebab. Also besungen wie mit einem Poetry Slam habe ich mal über Kebabland gemacht. Ja, und da bin ich regelmäßig hingegangen, ich liebe es, und dann hat ja Böhmermann irgendwann auch davon geredet, wie toll das ist. Seitdem stehen da immer Riesenschlangen vor und ich gehe halt nicht mehr hin. Ich habe keinen Bock, ich habe ja keine Lust, da eine halbe Stunde anzustehen. Die haben angeblich mal an einem Tag, glaube ich, 80.000 Euro Umsatz gemacht. Nicht ernsthaft. Ja, als Böhmermann da, glaube ich, mitgeholfen hat. Der hat, glaube ich, an einem Tag mal. Danke, Böhmi, seitdem kann ich da nicht mehr hin. Aber Kebabland mittlerweile, muss ich sagen, ist ein bisschen, ich glaube es, oder man könnte sagen, also es ist natürlich immer noch sehr, sehr gut, aber wenn man so wahnsinnig hip ist und so großen Durchlauf hat, ist es, glaube ich, schwierig, die Qualität hochzuhalten. Und ich war da auch schon so am Ende des Tages, wo es heiß war. Und da hatte ich so das Gefühl, dass so die... Oh, jetzt gibt es nichts mehr umsonst, Thomas. Ja, jetzt gibt vielleicht nichts wenn mehr. Die das aber hören. Es hat wirklich mein Herz gebrochen, weil ich war sonst immer... Ich bin da extra immer hingefahren und so. Ich fand es mega geil und naja. Ja. Ich finde Ehrenfeld allein wegen der Fahrrad- und Auto- und Fußgängersituation auf der Venloer Straße, die ja so die Hauptschlagader dieses Stadtteils ist, kann man dem nicht mehr als eine 4 geben. Und ich würde sogar auf eine 3 von 5 runtergehen, weil da ist die Definition auf unserem Papier deutschlandweit in den Top 20. Und ich bin mir sicher, dass es mehr als 5 Städte gibt in Deutschland, die ein cooleres Szeneviertel haben. Ich muss noch ganz kurz zu Kebabland sagen, 2 Sachen, die ganz interessant sind. Du willst es doch wieder retten, dass du es umsonst kriegst. Oder vielleicht, es ist doch lecker, ich habe mich vertan. Es ist kurdisch und nicht türkisch. Ja, das stimmt. Das wurde damals zu mir noch gesagt, als Feedback zu meinem Text. Ich habe irgendwas gesagt mit wegen, ich bestelle da auf türkisch oder irgendwas. Also früher war es, finde ich, wirklich, ich würde sogar sagen, der beste Kebab Deutschlands. Und das Ding ist halt, mittlerweile weiß ich nicht mal mehr, ob es der beste Kebab Kölns ist. Ich bin aber nicht mehr so in der Kebab-Szene drin. Also ich weiß nicht, wie. Aber ich esse nicht so wahnsinnig viel Döner mittlerweile. Ich finde den Look bei Kebabland super. Ich mag dieses dunkle Lila, gerockte, Gelb. Ja, ich war wirklich schon lange nicht mehr da, oder? Wann waren wir das letzte Mal da? Ich fahre da halt jeden Tag zweimal vorbei, wenn wir von der Kita nach Hause kommen. Und da hat man hat einfach auch keinen Bock, wenn man da diese 40 Leute sieht, die draußen stehen. Aber jetzt, wo wir wieder drüber reden und sagen, wie geil das ist, machen wir jetzt wieder Werbung dafür. Ja, aber ist das doch ist ja gut, total, weil wir gehen eh nicht hin. Also, ich will da aber wieder auf hin. Auf einer Skala von Matschekuchen bis Matcha Latte. Ich finde Matcha Latte. Wie viele Barbershop-Säulen gibt ihr Köln? Ich finde Ehrenfeld super und mag auch die Partys in Ehrenfeld. Ich mag das A-Theater zum Beispiel sehr gerne und gebe eine 5. 5? Ich gebe 3. 3? Ja. Wow. Ich hätte gesagt 4. Also ich hätte gesagt... Ehrenfeld ist cool, aber ob es besser ist als Berlin. Ich finde es auch total cool, aber wir messen es ja jetzt hier gerade an allen richtig geilen Szenevierteln. Mhm. Ja. Ja. Und ich mag das, man muss auch sagen, Ehrenfeld, um das ist halt so entspannt. Ne? Man ist nicht so verkrampft cool. Das schätze ich ja eher in Köln. Mhm. Dieses Gefühl, man kann einfach rausgehen. Ich war gestern, hatte ich noch Bock auf so einen Eisbecher, ne? So ein Double Caramel Billionär. So ich weiß was nicht, isst ob du kennt. Wieder? Ich dachte, du isst kein Zucker. Ja, er wurde nervös, musste die Nerven beruhigen, weil er wusste, heute hier geht's zur Schlachtbank wieder bei Hazel und Thomas. Bin ich einfach im Schlafanzug in Rewe und das war auch okay. Also man muss sich da nicht schämen in Ehrenfeld, wenn man im Schlafanzug in Rewe geht. Das finde ich darunter gut. Leide ich dann halt, dass ich dann da Leute im Schlafanzug sehe. Die sich so einen scheiß Eisbecher holen. Ich habe meine Follower gefragt, welche Kategorien man noch mit dazu nehmen könnte und Aaron hat gesagt,
ihn würde die Falafel-Sandwich-Qualität interessieren. Ich habe es mal so ein bisschen zusammengefasst. Wie ist Köln für Foodies? Und ich meine jetzt nicht, da kommen wir zum Punkt, beim Punkt I wie Imbiss noch hin, aber wie ist so Köln, wenn es nicht nur darum geht, einfach günstig sich was in den Rachen zu schmeißen, in die Fresse zu kloppen, eine Fleischtrompete hinter die Binde zu kurbeln, nee, sondern wenn es wirklich darum geht, ich mache so eine Reise, so eine Snacktour durch die Stadt, so ich snack so ein bisschen rum. Wie ist da Köln? Das ist nichts, Junge. Wie viel von 5 Kreuzkümmeln gibt dir Köln? Naja, gut, ich meine, es ist schon besser als... Auf einer Skala von Prinzessin auf der Erbse bis Kichererbse. Oh, wow. Hast du dir das vorher ausgedacht oder ist es jetzt spontan? Von Chickpeas bis Chickpiss. Chickenpiss. Ich finde es nicht... Kulinarisch überzeugt Köln nichts wirklich. Nee, ich finde zwar, dass es sich ziemlich gemacht hat, seit die Pandemie so als zu Ende gilt, finde ich, ist es... Seit die Pandemie alle gezwungen hat, lange nachzudenken. Und auch viele geschlossen haben, die scheiße waren. Ich fand es so geil, wie bei der Pandemie viele Kölner Läden so gemerkt haben, oh scheiße, wir sind so scheiße, wir können ja nicht mal was liefern. Mhm. So, was wollen die Leute denn bei uns bestellen? So, ja, mach mal gefrorene Bratkartoffeln in die Pfanne und bring mir das dann auf dem Fahrrad. Soll ich dir die Curry King-Packung aufmachen oder willst du die dann öffnen? Das würde dann 12 Euro kosten. Oder so ein gekochtes Ei gibt es ja in manchen Kneipen. So, da kriegt man einfach ein gekochtes Ei. Ja, ich finde, es ist halt auch problematisch. Es gibt ja keine gute regionale Küche im Rheinland. Der Moissonnier ist ja auch zugegangen. Das beste Restaurant Kölns ist jetzt zugegangen, weil der Mann einfach nicht mehr kann. Weil er sagt, hör mal, ich trage hier die ganze kulinarische Last von der ganzen Und ich muss sagen, also heute verstehe ich den Mann. Heute verstehe ich diesen Mann. Ja, ich verstehe ihn auch. Und ich gratuliere ihm auch dazu, dass er aufgehört hat, während es noch schön war. Hm. Aber Köln, ja, 3 von 5. Ja, ich finde, es ist nämlich nicht so schlecht. Weil man kann schon, wenn man so seine... Man findet schon so 10 Orte, die cool sind, aber man kann jetzt nicht überall reingehen und dann sagen, oh, die Meile, die Fressmeile, da ist alles gut. Genau, beim Zweifel könnt ihr euch auch immer auf die knallharte Definition der Sterne zurückberufen. Also wenn ihr sagt, in den Top 5 deutschlandweit ist Köln, dann sagt ihr halt 4 von 5 oder ihr sagt ungefähr in den Top 20. Und ich würde sagen, es gibt selbst Städte wie, sag ich jetzt mal, Mannheim oder Nürnberg, die mit Köln locker mithalten können, wenn nicht sogar besser sind. Also ich würde sagen Top 20 und damit 3 von 5. Ja, 3 ist okay. Sag ich auch. Also es ist jetzt nicht so comedically schlecht, aber... Aber es ist auch nicht... Das ist auch auf gar keinen Fall gut. Also manchmal sieht man hier das kulinarische Angebot und denkt sich... Wie lustig! G wie Glutenfreundlichkeit, fragt Mathilda und ist natürlich auch, das ist die Frage, müsste es nicht eigentlich Glutenfeindlichkeit heißen? Ich weiß nicht genau. Ist natürlich auch wichtig für Ja, das ist ja eher so Hazels Auf Ding, einer ne? Skala von Ehrenmann bis Scherenfrau, Hazel. Oh mein Gott. Von Ehrenbewegung kann man deine, bis Scherenfrau. Kann man Scherenfeld ist doch das Lesbenviertel, Kann man oder? Deine Wortspiele auch bewerten? Deutschlandweit in den Top 1000. Top 80, würde ich sagen. Ich habe ja lange Zeit die Heute-Show bekachelt und ich war wirklich immer ganz gut eigentlich. Also, was Thomas damit meint, ist, er war auf der Fliesenleger. Die Kacheln sind bekacheln so diese, musst du schon erklären. Das sind so diese Wortwitze im Hintergrund, wenn da so Memes steht. Eigentlich. Da geht es um Kommunismus und dann ist so, ich habe zum Beispiel mal gesagt, Karl Marx und dann hat so Karl Marx so einen Daumen hoch. Also, so. Der Marx, genau. Okay. Es hat sogar Szenenapplaus gegeben in dem Fall. Ja. Der und Stachel jetzt sitzt noch, gar nicht tief. Nochmals Applaus. Ja. Sehr gut. Also, wie gut kommt man in Köln allgemein mit Lebensmittelunverträglichkeiten? Boah, was ist das für ein langes Wort? Suizidfreundlich ist Köln. Zurecht. Mit Lebensunverträglichkeit. Also, in Ehrenfeld ja wohl top, oder? In Ehrenfeld sehr gut. Ich finde nur, dass Köln dafür, denkt ist ihr eine Millionenstadt ist. Ehre, wem Ehre gebührt oder Schere, no. wer zu lange Haare hat. Also ich finde dafür, dass es eine Millionenstadt ist, wird dann doch immer ein bisschen komisch reagiert, wenn man sagt, ich kann kein Gluten essen. Weil das gehört für mich genauso also dazu. Also diese Boomer-Jürgen, die dann sagen, das gibt's ja gar nicht. Weizenbier ist doch auch ein Smoothie oder so. Ja, also ganz genau die Reaktion habe ich, glaube ich, selten gehabt. Aber ja, dass man dann einfach so denkt,
Was denkst du eigentlich? Also wie geil soll ich es finden, dir zu sagen, dass mein Darm so scheiße ist, dass er nicht mal ein Dinkelbrötchen essen kann? Und da muss ich sagen, ist Köln echt nicht so gut. Wir haben die Bäckerei Isabella, die ausschließlich glutenfrei ist. Die ist aber so wahnsinnig teuer, weil es natürlich das einzige Angebot ist und es sehr, sehr schwierig ist für die, dann die Zutaten zu kriegen. Das ist auch nicht was, was man on a daily basis machen kann. Und sonst ist es sehr schwierig. Also ich würde, ja, ich tendiere so zwischen 2 und 3. Muss aber sagen, Deutschland ist ja allgemein so schlecht, was Glutenunverträglichkeit angeht, dass ich dann zu einer 3 tendiere. Was sagst du, Thomas? Hätte ich auch gesagt. Du als Beiwohner meiner Krankheit. Na, ich bin ja hier so ein bisschen die Stimme des Volkes. Ja. Ich würde sagen, man kriegt mittlerweile schon was und es gibt auch Läden, wo es zum Beispiel eine glutenfreie Pizza gibt oder einen glutenfreien Aber halt Donut. Aber nur 2. Aber ja. Aber ich fand es interessant vorhin bei deiner Ausführung, wie du gesagt hast, wir. Da merkt man ja schon, dass du dich mittlerweile auch als Kölnerin fühlst, was ja, du lange schön, Zeit verneint hast. Ja, jetzt kurz vor dem Wegzug, denke ich, kann ich schon noch einmal die Arme wieder schließen. Weil man sagt immer, die Kölner öffnen die Arme, aber sie schließen sie nicht. Also sie lassen Leute an einen ran, aber umarmen sie dann nicht. Und mittlerweile umarme ich diese Stadt schön. Auch. Du bist so richtig lecker kölsche Mädchen geworden, du. Richtig ja, das lecker. Ist dann wie Elvi lecker Sexismus kommt dann noch. Also 3 Das finde ich immer geil, wenn Leute einen neuen Job haben und dann nach 2 Wochen so von wir, von der Firma reden. So. Ja. Wir bei Mercedes machen das so und so. Wir bei Bosch. Gibt es noch das Thema Bier? Weil sonst würde ich gerne was zu einer anderen ja, Unverträglichkeit sagen. Es gibt das sagen. Thema Kürbis. Ja, okay, du dann hast ja werde auch ich da, eine andere ja, Unverträglichkeit. Und das nervt mich total, weil ich werde null ernst genommen. Und vielleicht gibt es kommt's. Ja Hörer, die das gleiche Problem haben. Ich kann halt, es gibt bestimmt einen Alkohol, den ich nicht trinken kann, weil ich dann direkt rot werde. Ah, das ist mit obergärig ja, oder wie das heißt? Ja, es ist irgendwie, so richtig kann man es nicht benennen. Sind es so Histamin? Fiete? Es ist eigentlich eine Histaminintoleranz, wie man sagt, also keine Allergie. Ne? Es gibt keine Allergie gegen Alkohol, eine Intoleranz. Und die ist besonders schlimm bei obergärigem Bier. Das ist Kölsch und alt und der ganze Mist und auch Weizen. Und was ist das nicht? Also das kommt alles noch bei O und bei W. Das ist die zweite Hälfte ich will es aber jetzt sagen, einfach ich will es loswerden. Und untergärig, also eigentlich das meiste Bier ist untergärig, also Pilz, Lager, was es da alles gibt. Auch bayerische Biere eigentlich außer Weizen und die das Ganze aus dem Norden auch. Und das ist echt ein Problem für mich, weil in Köln gibt es oft nur Kölsch, weil das ist ja unser Bier. Und dann sitzt du da und denkst, ja scheiß, was soll aber ich jetzt fragst tun? Du dann auch nach, ist das Bier ober- oder untergärig? Oder? Ja, aber dann wirst du ja ganz doof angeguckt, ah, okay. Dann bist du ja wirklich der Freak. Und dann google ich immer so, das ist ja auch armselig, google ober- oder untergärig, findest du oft auch keine Informationen zu. Aber gibt es so eine Go-To-Marke oder so, die du dann einfach sagst, haben sie auch ja, Störtebäcker? Einfach nur haben sie Pilz, dann bist du eigentlich immer safe, aber oft natürlich in Kölsch-Kneipen gibt es oft keinen Pilz. Und was passiert, wenn du das nimmst? Also es ist jetzt nicht nur, jetzt komme ich natürlich in die Schiene, wo ich mich auch über dich lustig mache, es ist nicht so, ich bin allergisch gegen Kölsch. Wenn ich 15 Kölsch trinke, habe ich am nächsten Tag voll die Ouchies in meinem Kopf. Nee, ich werde rot wie eine Tomate. Das hätte schlecht schneller. Und ich fange an zu tanzen. Ich hab eine Allergie gegen den Stillhalten. Wir tropfen Fett in der Pfanne, fange ich an zu tanzen die ganze Nacht. Nee, mir wird einfach auch schlecht. Ach so. Also Dankeschön, wie viel gibst du auf der Intoleranzskala? Also natürlich dadurch, dass es Kölsch oft nur gibt in Kneipen, was ich, Lutz van der Horst, nicht vertragen kann, gebe ich natürlich eine 1 am Rande der Kriminalität. Okay. Ha, wie Hennes. Ja, bedeutet wie mir nix. Viele Hennes habt ihr schon gesehen? Schätzt mal. Wie viele verschiedene? Verschiedene Hennes. Den wievielten Hennes haben wir denn jetzt gerade? Meinst du nur die Ziege oder auch also die Ikonografie? Ich meine es so, wie man es normal meint. Nein, ich meine die Ziege. Okay, weil ich meine, dass man Bilder von den. So wie den Papst gibt es ja dann so, es gibt ja den Hennes halt. Mhm. Und dann gibt es halt Hennes den. Eben den wievielten Hennes haben wir gerade? Weiß was es nicht. Was schätzt mal so ich ungefähr? Ich schätze mal den Daumen. Mein dritter? Ja, aber also allgemein? Allgemein, der 12. Naja, ich glaube mehr. Weißt du es? Ja, ich glaube 19. Ja, ich denke mir was immer aus. Wenn ein neuer Hennes geboren wird, dann scheißt ja der alte Hennes so weißen Kot in die Luft. Es ist, glaube ich, der 9. Wieso steht der es jetzt 9? Nicht? Der 9. Ich habe es doch gestern noch recherchiert. Hennes naja, der egal. 9. Ja. Also mein Problem ist, ich interessiere mich weder für Fußball noch für Ziegen. Mhm.
Ja, ich interessiere mich mehr für Ziegen. Mehr, als ja, für auf jeden Fall. Also deutlich mehr für Ziegen als für Fußball. Deutlich. Okay. Also ich finde. Also auf einer Skala von Kettlebell bis Köttelsmell, was sagt ihr? Denkst du dir jetzt wirklich spontan, weil die stehen da nicht, oder? Denkst du dir jetzt wirklich spontan? Wow, dann finde ich es okay. Das ist die Magie. Wenn das er jetzt Wochen dran gesessen hat, würde ich sagen. Nee, vielleicht hat er ja Monate dran gesessen, zuerst Wochen sich überlegt und dann ist noch so auswendig gelernt vor dem Spiegel. Also, wie viel Zettel? Auf einer Skala von 1 bis 5 Köttel? Also, ich meine, der Hennis ist wahnsinnig präsent. Ich finde es cool, dass es sowas gibt, aber ich finde es auch für das Tier selber sehr belastend, dass er dann irgendwie bei jedem Fußballspiel dabei sein muss, bei Beyoncé darf er nicht kommen. Gibt es da eigentlich so eine Kontroverse mittlerweile, so Tierschützer, die dann so vor den Stadien sagen, lass den Hennis frei oder so. Bestimmt gibt's sowas. Ist der denn immer noch dabei, sicher? Ja, der ist immer dabei. Ich war vor 2 Monaten oder so auf dem Fußballspiel, da war er schon. Der ist doch das halbe Rheinenergiestadion stinkt ja so nach Ziegenbock wegen dem Hennis halt. Aber als Beyoncé da war, war er nicht dabei. Da war Beyoncé die einzige Ziege. Wow, ich meine, the GOAT, greatest of all time. Ja. Aber 4 von 5, also ich meine, Hennis ist... Wie findet ihr denn allgemein so, nicht nur den Henneskult, sondern so diese kölschen Bräuche und darf ich offen sprechen? Kulte. Ich find's cringe. Ja, es ist schon manchmal so ein bisschen... Ich find's irgendwie... Also es ist so... Es hat immer was von Kindergeburtstag irgendwie, oder? Ja, aber das finde ich ja das Schöne. Du wärst auch ein tolles Funke Marieche. Ja, nee, doch, da ich also nicht. Mit so einem schönen Kleidchen. Oh, ich hätte ja Angst, hör mal. Nee, aber ich habe vorher zum Beispiel ein Auto gesehen von einer Putzkolonie, wo nur Männer arbeiten aus Köln. Und da steht dann so in Runenschrift drauf, Kölsche Junge, könne Jod putze. Und ich dachte so, das interessiert mich einfach nicht, wo ihr herkommt, dass ihr schon immer aus Köln kommt. Also es hat sowas, stell dir vor, Köln wäre ein Land und sie würden es so mega abkulten. Also es ist ja, dagegen ist ja der Patriotismus in den USA wirklich Killefitz. Aber ich glaube, sehr extrem. Also was ich extrem finde, und das werden jetzt auch Leute kacke finden, dass ich es sage, aber also wer sagt, Köln ist die beste Stadt der Welt, der hat meiner Meinung nach entweder nichts gesehen. Wahrscheinlich, ja. Oder eine Vollmeise. Also klar, deutschlandweit kann man sich streiten, Köln ist schön. Köln hat einen super und so weiter. Vibe, es hat einen coolen Vibe. Ganze aber Köln ist doch nicht besser als New York oder Barcelona oder London oder Stockholm. Ja, hieß so. Es kommt Köln oder Project, oder Kopenhagen. Als die Atombombe entwickelt wurde. I doubt it. Der Oppenheimer. Ja. Also es ist natürlich nicht, wie gesagt, total, ich würde sagen, Köln ist insgesamt als Stadt auf jeden Fall so in den Top 5 in Deutschland, kann man nichts sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde es ja auch deutlich besser als zum Beispiel Hamburg oder München. Berlin weiß ich nicht so genau, aber... Die Menschen. Die Menschen sind cool. Und ich glaube, es gibt diesen Patriotismus ja auch, weil alle wissen, wie scheiße hässlich die Stadt ist. Das wissen wir ja alle. Also bei und hässlich, so, wenn Haar für hässlich und nicht für Hennis stehen würde, wäre es 5 von 5? Nee, ich meine, das sieht man ja auch der ganzen Stadt an, dass alles immer so irgendwie gebaut wird. Genau, also so, ja, wir machen da einfach mal den Musical Dome direkt an die... Vor allem wurde ja gesagt, ja, der steht jetzt so nur ganz kurz da, den bauen wir natürlich schnell wieder ab. Wann haben die das gesagt? Wie lange steht das Ding da? Keine Ahnung, 20 Jahre? Also diese ganze Stadt ist gefühlt ein Provisorium, das einfach... Ja, aber man muss ja auch fairerweise sagen, hätte es nicht die Nazis gegeben... Wäre das ja eine, naja, dann wäre das ja eine wunderschöne Stadt. Das stimmt schon, aber die ist ja einfach zerbombt worden. Ich dachte, du sagst jetzt, dann wäre die Stadt noch hässlicher. Danke. Da muss man mal eine Lanze für die Nazis. Nee, danke, Herr Hitler, muss man da sagen. Vielen Dank, Herr Hitler, dass Sie das zu verantworten haben. Kannst du bitte ihn mit Ex-Bundeskanzler Adolf Hitler ansprechen? Nee, also, echt der Arsch. Habt ihr schon ein Urteil gefällt? Ja, 4 von 5. Was war nochmal die Frage? Wie ist Köln in seiner Henneshaftigkeit? Das alles haben wir zum Thema Hennes. Ich hab mir die Mühe gemacht, die Frage für euch extra immer noch aufzuschreiben, damit es keine Missverständnisse gibt. Ja, nein, das finde ich irgendwie süß mit dem Hennes. Also, 4? Ja. Boah, das ging ja schnell jetzt. Ja. Hallo! Was ist das? I wie Imbiss. Okay. Wie viel Imbissgabeln gibt ihr Köln? Wie gut kriegt man in Köln einen günstigen, leckeren Imbiss?
Wenn du nicht lecker gesagt hättest, wär die Fünfer schnell rausgekommen. Ein Imbiss, der stopft. Ein Imbiss, der stopft. Ja, ich meine, es gibt halt viele Pommesbuden. Das könnte auch ein Song sein. Imbiss, der stopft. Schädel, der klopft. Wir haben so eine neue Playlist für unser Kind und das ist wirklich wie so Ballermann-Hits für Kinder. Es ist nur so, ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Oh, das Beste ist, die rote Feuerwehr ist da. Sie hat einen langen Schlauch und eine Leiter hat sie auch. Also euer Urteil, ganz schnell. 4 von 5. Ja, das was? Also... Ja, billiges, man kriegt überall irgendwas, was stoppt. Billiges, okay. Essen, das stopft, kriegst du ja wirklich. Also irgendeine zerhäckselte Kuh in einem Arschloch von einem Schwein wirst du ja wohl noch kriegen. Oh Gott. Was ist das? Ja. Bitte mal Pizza. Wie? Bitte Margherita. Pizza Margherita. Bitte Margherita. Pizza Margherita, okay. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, diese Aufnahme aufgenommen zu haben. War es überhaupt dein Kind, ist ja auch die Frage. Ja. J, wie? Jans, Jek. Genau, Jans, Jek, Junkersdorf. Und zwar ist da die Frage, gibt es vor allem, der 9. Buchstabe, gibt es vor allem im Vergleich zu anderen Großstädten eine starke Trennung zwischen reichen und sogenannten Problemvierteln? Also ist Köln gut durchmischt? Ist es stark gentrifiziert? Ich finde schon, dass es nicht so durchmischt ist. Also es gibt auf jeden Fall so Orte, Chorweiler zum Beispiel. Und du sagst, ich fahre nach Chorweiler. Was? Ja, Chorweiler. Bist du Jott wie Jeck? Wobei auch nicht mehr so. Ist auch besser geworden. Also ich finde, es gibt nicht wie in, ich glaube, in anderen Städten gibt es eher so klare Problemviertel, wo man sagt, glaub ich auf keinen auch. Fall hin. Glaube ich auch. Kriminalität ganz weit oben. Also es gibt ja sogar, also wenn man jetzt international denkt, da gibt es ja wirklich Viertel. Genau. Das heißt, auf der einen Seite sind die Villen genau. Und vor jeder Villa ist ein Security und auf der anderen Seite, keine Ahnung, pinkeln die Leute in denselben Fluss, aus dem sie trinken. So, das ist ja, also ja, man das kann über Köln nicht, vieles sagen, stimmt. Aber das... Also ich glaube, ich finde es relativ gut. Ich finde Köln aber generell gut durchmischt in allem. Also es ich finde, es ist eine so, sehr bunte Stadt. Und das. Es gibt nicht so ein klares, so ein ganz, ganz klares Bonzenviertel. Genau. Oder? Und auch, es gibt auch nicht so ein ganz klares, so, boah, da darfst du nicht hin, sonst wirst du abgezockt oder so. Genau. Also ein bisschen Ports und Kalk und so, aber... Aber alles okay. Alles im Rahmen. Auch. Und es gibt auch nicht so viele Bonzen wie in Düsseldorf. Auch sympathisch. Glaubst du, die Durchmischung kommt noch von dieser Eckkneipe, wo man sich früher getroffen hat in Köln? Dass da so... Oder von Karneval? Ja, es ist, glaube ich, auch so eine kölsche Mentalität. Also ich bin ja auch gerne am Lenauplatz in Ehrenfeld. Und ich mag einfach sag's diese... Sag's nicht zu laut, sonst ist er voll. Am Rudolfplatz bin ich gerne. Und Neumarkt ist richtig toll. Das ist voll der Insider-Tipp. Ja, Insider-Tipp. Und da ist es einfach so, und das finde ich so schön, du hast die... Da hast du irgendwie die Jugendlichen, die da rumrennen und sich besaufen. Dann hast du die klassischen Alkoholiker, die da rumstehen und sich besaufen. Dann hast du aber einfach auch die schon Jahrzehnte in Köln wohnen. Und dann hast du irgendwie Künstler. Und dann hast also das ist einfach alles da. Und das finde ich total schön. Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute. Da denken wir uns immer, es wäre so geil. Es gibt so dieses Lied, alle Leute gehen heute nach Haus. Und wir denken jedes Mal, was, wenn es dann noch immer weitergehen würde? Rassistische Leute, offene Leute. Lesbische Leute. Aber das muss ich kurz noch loswerden, Kinder. Ja. Weil das schätze ich tatsächlich an Köln. Das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Mhm. Weil zum Beispiel Prenzlauer Berg eigentlich ja auch früher eine Sensation gewesen in Berlin. Da hast du ja diese Monokultur. Die sehen ja alle gleich aus. Mhm. Es gibt ja gefühlt gar keine Ausländer, außer die in Obstläden arbeiten, aber dann ganz weit rausfahren müssen, um sich die Mieten leisten zu können. Mhm. Und sonst sehen da alle gleich aus. Es ist einfach... sehr, sehr langweilig. Die Kinder heißen auch alle gleich. Ja, und diese Fädel gibt es in Köln einfach nicht, wo alle, ne, es ist immer stimmt, viel in bunter. Köln gibt es wirklich sehr ja, viele das Ausländer. Stimmt, aber ja, und zum Glück. Wenn man ja, aber ihr habt natürlich recht, es ist gut durchmischt, es gibt aber schon noch so ganz klare, so Villenviertel, das gibt es schon. Und das die sind dann in auch, Marienburg. Marienburg ist nur ja, in Marienburg. Junkersdorf auch, oder? Ja, geht, ja, da gibt es ja einiges, glaube ich. Ja. Aber es gibt jetzt nicht jemand, der in einer Villa wohnt in Mülheim, oder? Also das gibt es einfach nicht. Das wird da gar nicht gebaut. Deswegen kann ich nicht mehr als ein 4 von 5 geben. Na gut. Ja, 4 von 5. 4 von 5, können wir okay. uns drauf einigen. K wie Kürbis. Was ist denn der Kürbis, Lutz? Der heilige Jakobus. Der
Köbis ist der Jacques, natürlich wie der... wie dein französischer Austauschschüler ihn nennt. Der in der Kölschkneipe das Bier bringt, also der Kellner. Und wichtig für den Köbis, warum auch immer, ist eigentlich, dass er unfreundlich ist. Ja, er also, muss immer so ein bisschen rotzig sein. Er muss rotzig sein. Und unfruchtbar, damit er keine weiteren Nachfahren zeugt, die auch so unfreundlich sind. Nein, er... das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Also der, eigentlich sind Köbisse mittlerweile sehr freundlich, aber es war so dieses ursprüngliche, rotzige, wie du schon sagst, das ist der Köbis. Ist also du kommst da rein und sagt irgendwie, mein Gott, du säufst ja schon wieder. Ja, und dann oder sagt man irgendwie, ja, ich will doch, dass ich irgendwann mal so aussehe wie du. Und dann es geht irgendwie immer so weiter, man muss dann immer so einen draufsetzen. Man roastet sich eigentlich so. Man roastet sich, aber nett gemeint. Ne? Mhm. Ich habe ja früher keinen Alkohol getrunken, bis 23 hole ich jetzt ja alles nach und habe dann immer in Kölschkneipen Malzbier bestellt. Und da musste ich mir natürlich immer einen Spruch vom Köbis anhören. Ne? Ja. Kannst du so einen raushauen? Okay, ein Kinderbier. Ja, also was willst du jetzt hören? Wie gut Köln im Kölsch-Faktor? Das ist die Frage. Wie gut ist die Kneipenkultur? Mal abgesehen, sehr gut. Ja, abgesehen also vom Karneval, Kölsch, ja, super, ja, ist ja alles mit K. Köbis, Kranz, Kölsch, Karneval. 5 von 5. Abgesehen vom Bier. Wie schön kann man sich hier schnell, günstig, spaßig besaufen. Ein Pfeife. Ja, wenn dann, ich will, also, ja da, natürlich das, eine 5. Das Köln wirklich also wenn, sehr gut. Also das ist ja Weltniveau. Man kann Warte mal, auch, sag es nochmal. Das ist Weltniveau. Nein, wirklich, also wenn man was kann in Köln, ich will das jetzt dann auch noch mal. Gehen. Also Kneipenkultur in Köln, okay. Das ist Weltniveau. Ich dachte, du sagst was anderes. Ach so, nein. Kommen wir zu L wie lecker Sexismus. Wie sexistisch ist Köln auf einer Skala von Klaps nein, auf den Po bis... Köln ist nicht Finger sexistisch, weil... auf einer Skala von Klaps auf den Po bis selbst ja heißt nein. Ich finde in Köln schön, dass man ja sowohl Frauen als auch Männer sexuell belästigen kann. Das ist ausgeglichen. Also insofern wie viel, ist es kein wie viel von 5 Unschuldsvermutungen gebt ihr Köln? Also ich vermute eine 4 von 5. Ich finde es schon, rein strukturell ist es schon eine eher sexistische Stadt. Also auch diese ganzen Bilder immer dann so, ein dicker Mann schmeißt eine dünne Frau hoch beim Karneval. Ja, aber es gibt auch so jetzt wie Stippefötsche. Wo das die Männer den Po aneinander reiben. Ja, ne? Aber das ist ja trotzdem, also das... Das heißt ja nicht, dass es was anderes das heißt nicht gibt. Ja, das heißt ja nicht, dass es einvernehmlich ist. Doch, Stippefötsche ist einvernehmlich. Um jetzt mal konkret zu werden, weil es klingt ja immer so nebulös, ja. Sexismus. Also wie, wenn es zum Beispiel, hey, wenn du nachts um 1 am Bahnhof ankommst, willst du dann alleine nach Hause laufen oder soll ich dich abholen? Dann holst du mich schon ab. Ja? Ja, weil ich will, dass unsere Tochter nachts alleine zu Hause ist. Nee, weil ich finde schon jetzt zum Beispiel Ebertplatz oder Neumarkt, das sind so Orte, da gehe ich nicht lang alleine. Also da gehe ich nicht mal tagsüber alleine. Aber ist, das ist doch eher so ein Drogenproblem, oder? Dass da viele Drogen. Ja, gut, aber ich meine, trotzdem fühlst du dich als Frau noch weniger sicher als Mann. Also jetzt das sind wir ist in dieser ja alten Falle, Lutz, dass wir so die Männer sind und das ist die Frau und wir sagen so, ah, komm, steh so an. Komm, so ein bisschen Crack. Das ist doch gar nicht. Meine Pützchen. Diese Track in der Ritze. ich finde es schon. Na gut, ich meine, verglichen mit anderen Orten ist es also nur eine 3 von 5. Vergleichbar großen Orten, anderen Millionenstädten, musst du ja sagen. Oder zum Beispiel, ich finde ja auch, Karneval ist relativ sicher dafür, dass es so ein wahnsinnig riesiges Fest ist. Aber natürlich ist es jetzt nicht so sicher wie das 300-Einwohner-Dorf Hofsgrund im Schwarzwald. Ist ja aber klar. Dafür, wobei, das da wirst so du ja dann zu Hause verprügelt. Also ja. ich finde dafür, das ist so ein Riesenfest, vom Onkel Karneval, finde ich es erstaunlich, wie wenig passiert in ja, Wahrheit. Ist es auch, also, aber vor allem ich im glaube, Vergleich zum Oktoberfest genau. zum Beispiel. Ich oder glaube vielleicht einfach, Karneval die Frage, in Rio. Wie sicher fühlt man sich als Frau in einer x-beliebigen Stadt in Deutschland, die kann ich gar nicht mit einer 4 oder einer 5 bewerten. Egal wo, glaube ich. Also 5 von 5 müsste ja weil dann sein. Weil du eine Frau bist? Genau, weil ich nicht so hoch zählen kann. ich würde 3 von 5 geben. Was sagst du? Wir können eigentlich gar nichts dazu sagen. Was oder? Lutz, sagst du als Unbeteiligter beim Thema Sexismus, Lutz? Tja, ich kann es tatsächlich ja nicht so beurteilen, weil ich bin keine Frau. Das mag überraschen, aber... insofern kann ich das tatsächlich schwer beurteilen. Ich habe immer so schon den Eindruck, dass Köln da, dass das so das Bützchen geben und so wirklich so, dass das einfach so was Unschuldiges hat.
Aber aus der Betrachtung des Mannes, ne, der jetzt natürlich mit sexueller Belästigung, obwohl in Köln, naja, da gibt es auch den anderen, einen oder anderen Klaps auf den Poppes. Klaps in eine Prostata. Ich kann ab, also ich persönlich habe von sexueller Belästigung noch nichts. Noch nie gehört. Köln persönlich. Kinder. Also aus dem persönlichen Umfeld. Nichts gehört. Aber das heißt ja nichts. Okay, also die drei 60-jährigen FDPler, die dein Freundeskreis sind, die sind Nee. Okay. Also, ich habe Also willst du dich einfach mir anschließen und auch eine 3 geben? Ja, sehr gut. Ich sag mal 3. Kommen wir gleich, also wir bleiben thematisch in einer Region. M wie Mutti. Wie ist es denn als Mutti in Köln? Gut, glaube ich. Gut. Ich finde, es hat sehr, sehr viele Freizeitangebote für Kinder. Es hat sehr viele Freizeitangebote für ganz kleine Kinder, für mittelgroße Kinder, für riesige Kinder. Es ist je nach Viertel. Für Junggebliebene, für Hängengebliebene. Für jungen gewordene Mädchen. Doch, sehr gut. 5/5. Sehr, sehr gut. Oh, echt? Okay. Sogar sehr, sehr gut. Okay. Es gibt auch tatsächlich günstige Angebote. Vielleicht nicht ganz so viel wie in Berlin. Da gibt es ja auch Museen für Kinder, die ganz umsonst sind zum Beispiel. Mhm. Also ich finde so gerade Freizeitangebote, die günstig sind drinnen für Kinder. Da ist noch ein bisschen... Ja, wobei, da muss man sich dann einfach für Kurse anmelden. Also es gibt ja, ich habe auch so Mutti-Freundinnen, die sich dann einfach jeden Tag für irgendeinen Kurs anmelden, die dann montags in die Musikschule gehen, dienstags in die flötenspezifische Musikschule, Dienstag wird die Schelle geschwungen und die sind immer einfach ausgelastet. Die öffnen einfach jeden Deckel, jede Tür in Köln und sagen... Kann ich hier kurz reinpinkeln? Ach so, hier läuft eine Aufnahme. Genau, okay, so. Alright. Und ich finde, in Berlin ist dann der Nachteil wiederum, dass Berlin halt so groß ist, wenn du jetzt in Wilmersdorf wohnst und du willst in ein Gratis-Museum in Prenzlauer Berg, das machst du ja nicht mit einem Kind. Also, du fährst ja keine 40 Minuten einen Weg mit der Bahn. Und das ist in Köln gar nicht so. Also das ist schon cool. Also wir werden es auf jeden Fall vermissen. Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen ja alles, was wir auf dem hessischen Land mit unserem Kind erleben wollen, müssen wir selber bieten. Hessisches Land, das klingt immer so dramatisch. Ja, aber es ist ja dramatisch, Thomas. Ja. Hast du mal ein Bild gesehen von dem Ort, wo wir hinziehen? N, wie Nicht-Muttersprachlerin, fragt Lynn. Wie gut kommt man in Köln als Nicht-Muttersprachlerin zurecht? Können die Leute gut Englisch, Spanisch? Ist man grundsätzlich offen? Meint sie jetzt muttersprachlich Kölsch oder Deutsch? Weil ich finde ja tatsächlich, wenn man gar kein Kölsch versteht, also meine Geschwister oder meine Eltern oder grundsätzlich meine Familie, die nicht aus Köln kommen, die können das gar nicht. Also wenn die dann so sehen, was, Rolli Objöck, was ist das denn? Und das heißt ja Rollstuhl unterwegs. Ja. Und das habe ich auch jahrelang nicht verstanden. Also das ist schon mal ein großes Hindernis, finde ich, wenn man jetzt Deutsch lernt und das so... Dann versucht man so das Deutsch, was man gelernt hat in seinem A1-Sprachkurs anzuwenden. Das geht gar nicht. Aber es wird ja auch immer weniger. Die Leute, die wirklich reines Kölsch reden, gibt es ja kaum noch in Wahrheit. Ne? Aber ich meine jetzt nicht, also eher so internationaler Flair. Ja, ja. Inwiefern findet man Anschluss zum Beispiel auch, wir wohnen ja in einem Haus mit Leuten, die zum Beispiel aus Finnland kommen, ja, oder finnische Wurzeln haben, Leute, die ukrainische Wurzeln haben und so weiter. Also es ist nicht nur so dieses klassische Spanien, Italien, Deutschland, Türkei, sondern vielleicht auch so ein bisschen, gibt es so Communities, wird man klare 5. Also ich Köln, und das weiß ich auch von Leuten, die hier hingezogen sind, die Sprache erstmal nicht konnten. Und man, das ist ja eine Stärke von Köln, man wird schnell integriert. Nicht nur in der Kneipe, sondern auch im Alltag wirklich. Also du sagst auf einer Skala von 1 wie Frigide, wie ein Franzose, bis 5 wie wohlwollend, wie ein Waliser, sagst du 5? Ganz klare 5. Also das ist eine ganz klare Stärke von Köln. Also das sagen, da gilt auch wirklich Köln als eine der besten Städte. Und da weiß ich auch von Leuten, die sagen, zieh nach Köln, da kriegst du Anschluss. Gut, aber das hörst du jetzt ja immer von Leuten, die nicht so gut Deutsch können. Also man weiß ja nicht, was die wirklich sagen wollen. Aber wir müssen jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die das auch sagen wollen, was dann bei dir ankommt. Ja. Was sagst du denn, Hazel? Nee, auch 5/5. Ich finde es sehr, sehr gut. Sehr gut. Wie öffentliche Verkehrsmittel, fragt Wiebke. Auf einer Skala von Deutsche Bahn bis Thomas die Lokomotive. Wie viel, von 5 Schienenersatzverkehrs gibt ihr Köln? Schwierig, weil Köln, muss man wissen, wenn man hier noch nicht wohnt,
es sind so Ringen angeordnet. Und wenn man innerhalb der Ringe sich befindet, ist es wahnsinnig schwer, rundherum zu kommen. Also da muss man erstmal so strahlenförmig eigentlich zu Fuß gehen, zu den Ringen. Und von Ring zu Ring ist es, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, Lutz, du lebst ja jetzt schon deutlich länger als ich hier. Es ist schwierig. Also wenn man von einem Punkt auf dem Ring zum anderen Punkt will, ist es gar kein Problem. So Friesenplatz bis Barbarossaplatz. Die 16 und die 18 sind es, oder? Die also, fahren ja, quasi. Ja, viele, viele. Ja, aber ich meine, es gibt auch diese zwei, die den ganzen Ring abfahren und dann so quasi von Mülheim bis, keine Ahnung, das weiß Port ich gar oder so. Nicht. Den Gürtel gibt es ja auch noch. Oder sind es 14 und 16, aber so. Ja, ja. Weißt du sowas? Ja, ich bin ja Bahn. Also ich fahre jeden Tag Bahn. Hast du auch so ein Jahresticket? Weil ich finde, ja, dieses Tagesticket für 3,10 Euro oder nein, so. Nein, ich habe natürlich... Eine Fahrt, nicht ein Tagesticket. Eine Fahrt für über 3 Euro. Ja, das ist Quatsch. Aber sehr, das, sehr viel. Jetzt gibt es ja das Deutschlandticket. Ich hatte vorher eben das Formel 9-Ticket. Das heißt, ich konnte ab 9 Uhr auch fahren, wie ich will. Und das macht sich total bezahlt. Formel 9? Formel das 9. Ich noch nie das habe ich auch noch nie gehört. Das klingt wie ein Bobbycar-Rennen. Man muss ja auch fairerweise sagen, ne? KVB, da gibt es ja dann auch viele lustige... Sprüche, was KVB bedeutet. Ach so, eigentlich hast du da Kölner Verkehrsbund. Kommt vielleicht bald. Ah. Ne, zum Beispiel. Wer war nicht von mir, das kennt man in Köln. Da lachen wir drüber. Das ist so wie Siegburg, SU, Sau unterwegs. Ja. Wo die Leute dann so einen Furz anzünden, nachdem sie das sagen, um zu untermalen, wie lustig das aber, war. Aber also. Fairerweise muss man sagen, stopp, das ist mir jetzt wichtig. Die KVB, also die Straßenbahn, die fährt ja eben auch nur teilweise unterirdisch. Und natürlich, sobald eine Bahn oberirdisch fährt und es da Autos gibt, die den Verkehr kreuzen, ist es natürlich immer schwieriger, für eine Bahn pünktlich zu sein. Von daher bin ich kein Fan von KVB verteufeln. Okay. Ja, aber ich bin auch kein Fan von der KVB so nee, das allgemein, bin ich auch nicht. Weil auch da wiederum die Barrierefreundlichkeit, also manche Buchstaben im Alphabet muss man ja auch zwingendermaßen ein bisschen durchmischen. Und neulich war es wieder so, da war ich mit dem Kinderwagen unterwegs in der Bahn und es war einfach der Horror, weil ich dann im falschen Lift war, beim Neumarkt. Und es ist einfach so ekelhaft, wenn dann der Lift nicht funktioniert und während man da raussteigt, guckt man einem Mann ins Pipi-Loch rein. Und es kommt Pipi raus. Also das will ich einfach von wenig Leuten sehen, das Pipi, wie es rauskommt. Von wem denn? Thomas, der Lokomotive. Ja. Ja, also ich sage, ich finde Köln am besten mit dem Fahrrad. Mich sieht Hazel und denkt sich, ja, kann man meine Lippen mit einer Knusche bringen, Christe. 3 von 5. Ja, ich finde Köln eigentlich ganz, ganz schlimm, was öffentliche Verkehrsmittel anbelangt. Also irgendwie, was Verkehr im Allgemeinen anbelangt. Also ich finde es ja, es ist irgendwie sehr liberal, weil alle Verkehrsteilnehmer gleich scheiße dran sind. Also es gibt ja irgendwie keine gute Art, innerhalb von Köln zu reisen. Also es ist einvernehmlich, aber schlecht. Genau, als Autofahrer hast du verloren, weil du findest keinen Parkplatz. Als Fahrradfahrer ist es ganz schlecht, weil du keine durchgängigen Radwege hast und alle Radwege, es gibt ja auch keine richtigen Radwege im Vergleich zu Holland oder so oder Kopenhagen, sondern alles ist ja immer so mega klein und hingebastelt und scheiße. Ja, und als Fußgänger ist es auch richtig blöd. Am besten aber noch wahrscheinlich, weil Köln ja doch so kompakt ist. Ja, also ich laufe viel zu Fuß tatsächlich. Ja. Weil also ich finde auch diese Straßenbahn, U-Bahn-Verschnitte, da ich mag das irgendwie nicht, weiß auch nicht. Also ja, mögen tut das niemand, Thomas. Man muss das halt ja, machen, aber um es gibt schon, zum Beispiel in Nürnberg ist die Straßenbahn ein Erlebnis oder die U-Bahn oder wie das Teil heißt. Also wo halt kein Schaffner vorne ist, die fährt doch so mit künstlicher Intelligenz. Oder dass sowas. Man dann in Hamburg, dass dann da Smudo mal irgendwie so gesagt hat, willkommen an bitte. Und das in Madrid ist ja in Köln oder auch gar Tokio nicht so. Sollen ja die öffentlichen Verkehrsmittel wirklich so quasi, die haben ja quasi Weltstandard. Also dass man da hingeht und sich denkt, wow, wie gut organisiert ist das denn? Ja. Das kann ich jetzt bei Köln nicht behaupten. Köln möchte halt, dass die Leute einfach an einem Ort bleiben. Ja. Und allein dieser Affenzirkus mit Messe Deutz Hauptbahnhof, schon das geht einem so auf den Zeiger irgendwann, finde ich. Okay, du hast recht, du hast mich jetzt überzeugt. Ich gebe dem Ganzen eine 2 von 5. Ja. Ich hatte gebe noch eine 3. Alternativ trotzdem. Hatte ich noch bei O wie OV, weil ich finde, dass das Angebot, was Filme in der Originalversion anbelangt in Köln, ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das ist also das ist sogar besser als Berlin. Absolut. Also es ich gibt war ja jetzt in Barbie letzte Woche und ja. Der lief ja auch hier am Rudolfplatz im großen Kino einfach um 14.45 Uhr konnte man den der Originalfassung. Das ist eine gute Uhrzeit auch, ne? Ja, selbst im Cinedome gibt es mittlerweile ganz viele Originalversionen. Also überall eigentlich. Es gibt, glaube ich, mehr Kinos mit Filmen in Originalfassung als auf Deutsch. Als es Kinos gibt.
wenn die Originalfassung deutsch ist. Okay, kommen wir zum nächsten Buchstaben. Wir müssen es ein bisschen anziehen. P wie Praxen, also Arztpraxen. Wie gut ist die medizinische Versorgung in Köln? Da muss ich gleich auf mal sagen. Auf einer Skala von Dr. Dre bis Professor Habakkuk Tivaton. Ich muss sagen, ich bin Privatpatientin. Ja, da hat man es in Köln natürlich sehr leicht. Auch nicht. Also nee, ich würde sagen, selbst da komme ich manchmal an die Grenzen dessen, was überhaupt medizinisch möglich ist. Also bevor ein Impfstoff da war gegen Corona, habe ich keinen gekriegt. Aber ist das nicht in ganz Deutschland super scheiße? Also ich finde es auch total krass, wie man keine Termine bei Ärzten kriegt. Ja, es ist natürlich alles in allem total am Abnippeln, aber ich finde schon, dass man der in Brain Köln Drain in Deutschland zeigt seine Spuren. Aber wirklich, also ich würde sagen, Köln ist immer noch ziemlich gut. Es ist allerdings, also die Uniklinik ist auf dem Papier sehr, sehr gut. Ich war da allerdings mal mit unserer Tochter, als sie ganz klein war, und dachte mir einfach so, wow, wie, also das mag ja in der Theorie alles sehr gut sein und die können dann richtig gut mit Nieren von Säuglingen umgehen, aber macht doch, dass es auch ein bisschen beim Kunden ankommt. Ja, ja, es ist also wahnsinnig wenn ihr mich schon als Kunden seht, behandelt mich doch auch als Kunden, weil ich bin ja ganz klar einfach nur hier, um euch diesen Zirkus zu finanzieren. Also gebt mir doch auch ein bisschen was zurück dafür. Aber wenn man da an die Ketchup-Suppe denkt, die du bei der Geburt essen musstest. Genau, ich habe gar nichts zu essen gekriegt und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne, also weil die wollten mir irgendwas geben mit Gluten drin, habe ich dreimal das zurückgeschickt und gesagt, ich kann das nicht essen. Und der Koch hat immer gesagt, doch, das kann so. Also Gluten-Gaslighting. Und dann habe ich so eine Tomatensuppe dann gekriegt, aber es war einfach Ketchup, was erwärmt wurde. Das ist so ekelhaft. Also wie viel von 5 Stethoskopen gibt ihr Köln? Ja, ich finde es, also man muss sagen, was so, glaube ich, Spitze ist deutschlandweit, wird wahrscheinlich München und Berlin sein. Also gerade die Charité macht ja auch forschungsmäßig sehr, sehr viel, hat ein sehr, sehr großes Angebot auch für sehr spezifische Krankheitsbilder. Ich kann es nicht so ganz abschätzen, aber ganz zufrieden bin ich nicht. Komplett unzufrieden auch nicht. Ich würde sagen, eine 4 von 5. Ich finde Köln desaströs, was das Thema anbelangt, ehrlich gesagt. Ja? Ich finde, Köln ist ein, aber ich glaube, es ein ist anschließendes Krankenhaus davon entfernt, dass die Leute einfach auf der Straße verrecken. Also ich finde, man kann es nicht drastischer sagen. Also wir haben ja mal diesen ultra krassen Bericht über Großbritannien angesprochen, wo zum Teil wirklich die Krankenwagen so lange brauchen, dass die Leute dann wirklich sterben, einfach bevor sie im Krankenhaus sind. Aber oder wo Leute dann mit einem offenen Zahn ein halbes Jahr warten müssen, bis sie einen Zahnarzttermin kriegen und so. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland steuert man da ziemlich direkt drauf zu. Ja gut, aber da sind wir jetzt bei einem Problem, weil trotzdem ist die Definition ja, ist Deutschland weit in den Top 5. Und das glaube ich halt, ist es in Köln. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, in einer kleineren Stadt wie, sag ich mal, Heidelberg oder Karlsruhe oder Stuttgart, also diese ganzen kleinen, dieser Motor Deutschlands, diese süddeutschen kleinen wo dann so die Schrauben Tübingen, Fabrik in sechster Regensburg. Generation. Ich glaube, da bist du besser aufgehoben als hier. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es überall so ist. Was sagst du denn, Lutz? Also vielleicht habe ich mich mit der 4 jetzt ein bisschen vergambelt, aber ich muss jetzt dabei bleiben. Deine 4-Hazel tötet Menschen. Nein, Quatsch. Ich finde es schwer zu sagen. Ich kann es schwer vergleichen, weil ich ja immer nur in Köln, wenn zum Arzt gehe, da ist es scheiße. Man kriegt keine Termine. Man hat auch immer das Gefühl, man muss die Leute überreden, dass man einen Termin kriegt. Und sagt so, ja, aber ihr kriegt ja auch Geld. Ich will das ja, ich mach das ja jetzt nicht. Müsst das nicht umsonst machen. Man steht halt auch oft vor der Wahl, entweder ich krieg den Termin jetzt, zahl 500 Euro oder ich warte ein halbes Jahr. Ich sag 2, weil es einfach schlimm ist und ich, auch wenn es überall so ist, 2. Kommen wir wieder zu einem etwas fröhlicheren Thema. Q wie queer. Wie queer ist Köln? Wie viele dritte Toiletten gibt in der Stadt? Ja, also wenn das nicht eine 5 ist, dann weiß ich es auch nicht. Also das Köln ist ja auch bewiesenermaßen, ich glaube, da gab es auch eine Studie oder Umfrage, die freundlichste Stadt Europas. Okay, was heißt das? Wie wird das gemessen? Ist das außer, so außerhalb deiner Wohnung. Der Studienleiter selber hat das getestet. Ja, ich habe hier einen Fun Fact. 10,6% der Kölnerinnen zwischen 18 und 75 bezeichnen sich als lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter oder queer, wie es Expertinnen abkürzen. Das sind mehr als 87.000 Kölnerinnen. Der Anteil in Köln liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt, in Klammern 6,9%.
Allerdings wurde Berlin 6,9, auch interessante Zahl. Ja, und auch interessant, dass hier, das habe ich jetzt selber nachgebessert, Expertinnen und Kölnerinnen nicht gegendert wurde in der ganzen, im ganzen Abschnitt. Allerdings wurde Berlin 2017 zur queersten Stadt der Welt gewählt, vor Madrid, Amsterdam, Toronto, San Francisco und Köln. Und der diesjährige CSD in Köln war mit insgesamt 1,4 Millionen Teilnehmerinnen der größte überhaupt. Ja, also Köln ist ganz klar die Schwulenhauptstadt Deutschlands. Mhm. Berlin zählt nicht. Berlin ist ja auch einfach viel, viel größer. Das gilt nicht. Ja, und Berlin, die verwechseln dann queer mit verrückt einfach, glaube ich. Vielleicht auch das. Nein, ganz, ganz klar. Also ganz klare 5. Das natürlich, weil auch Köln so eine tolerante Stadt ist natürlich. Ne? Und, also von einer Skala von 1 wie Lederhoden bis 5 wie Regenbogen. Oh, oh wow. Langsam strengt sich Hazel an. Hallo. Guten Morgen, Frau Burger. Schön, Hallöchen. Sie heute am Frühstückstisch begrüßen zu dürfen. Ja, auch eine 5 von 5 auf jeden Fall, oder? Ja, natürlich. Ja, muss sein. Ja, wie Ratten. Wie viele Mäuse und Ratten gibt es in Köln? Von deinen Kinks zu meinen. Was sagt ihr, wie viele Ratten gibt es in Köln? Also ich habe mal, ich glaube mehr als Einwohner, oder? Ist das nicht so über eine Million? Schätzungen gehen von über 12 Millionen Ratten. Wow! Wie ekelhaft. 12 Millionen? Ich finde Ratten eigentlich nicht ekelhaft, aber 12 Millionen Ratten. Das finde ich ekelhaft. Stell dir vor, du liegst im Bett und dann kommen 12 Millionen Ratten. Boah, das ist wie bei Indiana Jones 3. Wie sollten die denn alle zu dir ins Bett kommen? Ja, wenn ich meine Flöte auspacke, ich glaube, da pilgern alle Ratten. Ich finde es verrückt, wie oft man Mäuse so in großen Brauhäusern, aber auch in Kinos oder in Geschäften oder so in Köln sieht. Einmal war es sogar so, wenn im Kino haben wir eine Maus gesehen, bin ich zur Theke und habe gesagt, da ist eine Maus. Und dann haben die Leute dort einfach gesagt, ah ja, die kommen und gehen so. Ja, wir sind tolerant. Das ist schon krass. Ich glaube halt auch, dass es wahnsinnig schwer ist, also es ist wahnsinnig schwer, gar keine Ratten zu haben und dann dazwischen verschwimmt es. Also es ist so mit 80% Effort, dass du dann nur so 12 Millionen Ratten hast und dann, ich glaube, der Sprung zu 20 Millionen ist nicht so schwer zu halten, aber ist ja auch eigentlich egal. Weil ob du jetzt 12 oder 20 hast, ist halt schon viel. Also es sind das ist schon so typische Hazel-Aussage. Nein, es sind schon viele Ratten. Also ob du jetzt 12 Millionen oder 20 Millionen Ratten im Hinterhof hast, ist eigentlich egal. Ja, aber ganz ehrlich, wirklich. Also ich würde den Unterschied wahrscheinlich nicht sehen. Alles bis zu 5 Ratten pro Einwohner ist, glaube ich, bei Großstädten leider in Anführungsstrichen normal. Aber grundsätzlich, finde ich, wird Sauberkeit in Köln nicht so groß geschrieben. Also auch wenn wir hier ein Problem, also weil die Leute einfach keine Orthografiekenntnisse haben. Aber ich finde es ekelhaft. Ja, und Köln stinkt hier ja auch manchmal wahnsinnig. Also ich finde, es wird ja auch die stinkende Lagune. Ja, aber deswegen gibt es ja 4711 tatsächlich. Stimmt, also deswegen dieses Parfum, ja auch Cologne. Eau de Cologne ist, weil natürlich Köln damals im Mittelalter hat wahnsinnig gestunken. Hm. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen jetzt einen Stoff, der noch mehr stinkt, aber anders und lenken ab. Genau. Hm. Also Sauberkeit 2 von 5. Fight P with P. Ja. Da ist Köln jetzt nicht, beweist nicht die Stärke 2 von 5. S wie Supermarktdichte, fragt Julia. Wie spaßig ist das Einkaufen von alltäglichen Produkten und Lebensmitteln in Köln? Ja gut, wenn du auf Droge bist, ist es super. Wenn du auf Speed im Rewe City bist, im Rewe to go. Wobei wir jetzt natürlich keine Werbung für Drogen machen wollen. Nein, ich meinte eher, dass man den Film Speed mit Sandra Bullock ein paar Mal gesehen hat. Natürlich. Ich finde es super. Man kann sehr, sehr gut einkaufen. Man hat auch viele verschiedene Supermärkte. Ich finde, die Edeka-Dichte ist sehr niedrig. Ja. Das möchte ich jetzt aber wertfrei behandeln. Es sind nur Rewe eigentlich mit Rewe. Rewe gibt es viel, Aldi gibt es auch viel. Es gibt auch viel Lidl, es gibt auch Netto, Penny. Also eigentlich alles. Es gibt ganz, ganz viele Sachen und ich finde, man kann sehr gut einkaufen gehen in Köln. Man kann sowohl mit Bus und Bahn, als auch zu Fuß, als auch mit dem Fahrrad. Manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, fahre ich einfach mit dem Auto. Es ist natürlich schon sehr Rewe-lastig. Also Rewe kommt ja hierher, aber so Edeka oder gibt es nicht auch Sky? Es gibt auch diesen Supermarkt. Das sagt mir nicht. Das heißt jetzt Wow. Ja. Nee, das gab es in Sky? Ulm, das ist immer so ein Supermarkt. Das kenn ich nicht. Sky, ja. Kaufland gibt es, aber also ich finde, es gibt viel
Was sagst du? Und das stört mich jetzt auch nicht, dass es viele Rewe gibt. Also man muss ja da nicht hingehen. 5 von 5, ich finde es richtig. 5 von 5, ja. Super, merkwürdig. Richtig gut. Ja, ja. Geil. So, kommen wir langsam zum Finale Grande. T wie Talent. Wie viel Talent ist in der Stadt? Wie lebhaft ist die Stadt? Ich war ja aus einem Talent. Künstlerischen und sportlichen Gesichtspunkt. Wie ist das Freizeitangebot? Wie schlägt sich Köln im Vergleich? Ich war ja der kölsche Stropp. Die Geschichte kann ich gerne erzählen. In der zweiten Klasse habe ich in der Bütt gestanden. Die Bütt sagt euch was. Also Büttenredner war ich als kölscher Stropp. Wann war das ungefähr? Die Büttenrede hat der 1911. War da wahrscheinlich so 82, würde ich sagen. 1982. Bist du so viel älter als ich? Ich sehe uns immer ungefähr als gleich alt. Nein. Ich bin 75 geboren. Ah. Und die Büttenrede hatte damals der Pastor von St. Aposteln geschrieben. 75 geboren, faustdick hinter den Ohren. Ich will jetzt nicht sagen, Lutz, dass du alt bist, aber Thomas, wenn Lutz sich ein Smoking leiht, fragen die, muss es für die Bestattung dann auch noch passen? Oh Gott. Das ist eine klassische Büttenrede. Wirklich. Also, um die Frage zu beantworten, wie viel Potenzial steckt in der Stadt, wie viel Brain kann hier gedrained werden? Also, wenn man es wirklich groß schaffen will, dann reicht Köln natürlich nicht. Also, wenn Köln ist ja so die Medienstadt und ich glaube, wir alle wissen, dass das Medium Fernsehen zumindest vor einer großen Krise steht. Und auch hier ist Köln meiner Meinung nach nicht so eine große Talentschmiede, wie es gerne wäre und wie es auch sein müsste. Talentschmiede ist auch nicht. Talentschmiede. aber es ist schon. Also, wenn man es nirgendwo schafft, kann man es hier schaffen. Ja, vielleicht, wenn man es unbedingt will. Man kann sich fördern lassen, aber man muss es schon auch immer weiter wollen. Was ist das kölsche Äquivalent von vom Bordstein zur Skyline? Von Kebabland. Von dem halbe Hahn. Von Erd zu Himmel. Sehr gut, ja. Sehr gut. Dann, was sagt ihr? 4 von 5. Ja, 4 von 5. Es kommen ja auch wahnsinnig viele so, vor allem diese 90er-Jahre-Gesichter, so Oliver Pocher, Charlotte Roach, Jan Genau, Dürmann, aber das ist ja auch ein bisschen Lukas so wie Podolski. so ein Zeichen, dass diese Ära vielleicht vorbei ist. Genau, diese Viva-Moderatorinnen. Diese toten Sterne sieht man hier noch hell leuchten. Oh Gott. Die toten Sterne von Köln. Ich meinte das jetzt tatsächlich eigentlich einfach in so einem astronomischen Sinne. Du meinst früher Popsternchen, jetzt Popo-Sternchen. Richtig, genau. Sehr gut. Wie Umweltbewusstsein auf einer Skala von Birkenstock bis Stock im Arsch. Oder natürlich Greta Gerwig bis Greta Thunberg. Was sagt ihr? Wie viel Müsli-Riegel gibt ihr Köln? Wie sehr strengt sich die Stadt an, CO2-neutral zu werden und fahrradfreundlich zu sein? Zu wirken auch vor allem eigentlich gar nicht. Also ich habe so das Gefühl, das wird hier überhaupt nicht kultiviert, oder? Also man gibt sich ja schon Mühe, auch für Radfahrerfreundlicher zu werden. Aber du weißt ja, was es bedeutet, wenn man sagt, der Mitarbeiter war stets bemüht. Ja, ja. Aber ich finde nach wie vor, das große Problem von Köln ist einfach alles zu eng. Das ist ja echt das Problem, dass man gar nicht weiß, wo sollen die Fahrradwege überhaupt hin. Also weil wenn ich ja hier mit meiner fetten Karre durchheize, ich habe gar keinen Platz. Also dein abschließendes Urteil ist, sehr viel Sex, aber alles zu eng. Oh Gott, oh mein Gott. Hey, ich sag immer, wo viel wird, wird viel ausgeatmet. Also CO2 ist auch ein Problem. Absolut. Betrifft absolut uns alle. Absolut. Ich habe nicht das Gefühl, dass Köln das überhaupt so als Kampagne sich irgendwo draufschreibt, oder? Also ich meine, es ist ja das eine, das dann wirklich zu sein, aber wenn man es wirklich ist, dann redet man ja bestimmt auch drüber. Und wenn man nicht mal drüber redet, dann kann es ja eigentlich gar nicht sein, dass man Ich sag mal so, macht. Köln ist nur dann umweltbewusst, wenn man sagt, die sind so wahnsinnig faul, die können die Umwelt nicht mal so stark verschmutzen, dass sie dann auch wieder schonen müssen. Sie gehen ja nirgendwo hin. Also genau. Man steht einfach immer nur an Ort und Stelle. Aber wenn man jetzt Auto. Köln vergleicht, sorry, das wieder, ich meine, es ist immer so ein bisschen Cherrypicking, aber mit so Kopenhagen oder auch so kleineren holländischen Städten, wo man hier relativ schnell ist. Eindhoven waren wir zum Beispiel letztens und so. Das ist Köln natürlich im Vergleich das Hinterletzte. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ach, die geben sich aber auch ein bisschen. Also viele Leute wollen hier tatsächlich nicht Radfahren, weil es zu gefährlich ist als Radfahrer einfach. Ja, oder weil du auch dann, also weil es einfach ekelhaft ist, wenn du dann hinter so einem Auspuff stehst. Also wenn man Radfahrerinnen wirklich ernst nehmen würde in einer Stadt, dann würde man sich um eine
räumliche Trennung zwischen Radwegen und Straßen bemühen. Also wirklich eine Allee dazwischen oder sowas, damit man als Autofahrer nicht einfach den Radfahrer über den Haufen fahren zumindest kann. Zumindest mal eine verständliche Signalisierung dessen, was denn überhaupt jetzt Sache ist. Also wieder Beispiel, Venloer Straße in Ehrenfeld. Kein Mensch hat irgendeine Ahnung, was da abgeht. Aber da weißt du, warum es so ist? Die ganze Zeit Fahrräder durchgestrichen und wieder hingemalt und so. Warum ist es so? Das kann ich euch erklären. Bitte. Es versteht tatsächlich niemand und es ist eine wahnsinnige Aggression. Es. Ja, es ist so, die Venloer Straße ist eine 20 km/h Straße, also man darf hier nur 20 km/h. Und da ist das Problem, sobald es 20, eine 20er-Zone ist, darfst du keine Zebrastreifen haben, dann darfst du keine Ampeln mehr haben und dann darfst du keine Radwege mehr haben. Und das ist die Scheiße und deswegen mussten die das alles durchstreichen, die Ampeln ausschalten. Und das ist natürlich bizarr. Das ist aber tatsächlich ein deutschlandweites Problem, dass es dieses Bullshit-Gesetz gibt. Weil warum sollte man eine 20er-Zone haben und nicht trotzdem Zebrastreifen haben? Ja, also als würde man nicht anhalten müssen, wenn 20 km/h ist. Also es genau, ja aber das ist einfach Unsinn. Das erinnert mich jetzt schon, Lutz, Köln kommt ja erstaunlich oft in diesen extra drei Beiträgen. Genau. Dieses, wo dann immer diese lustige Musik, dum, 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 und dann kommt immer so, jetzt ist der ganz normale Wahnsinn. Der ganz normale Wahnsinn oder irgendwie so. Ich habe einen Beitrag darüber gedreht. Da kommt so gefühlt alle drei Wochen kommt Köln, weil er einfach so diese, zum Beispiel diese drinne am Ebertplatz, die da irgendwie die ganze Zeit verschoben wurde, ja, dann haben sich die Leute mal aufgeregt, dass ich, oh, jetzt stinkt's da, und dann schiebe ich es da hin, aber dann stinkt's aber da und so weiter. Ja, also die Stadt muss schon jetzt mal aus dem Quark kommen. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen, oder? Ja. Was sagt ihr, Umweltbewusstsein? Ich gebe trotzdem eine 3. Sie geben sich Mühe. Okay, ich gebe eine 1. V wie Veganfreundlichkeit von Mathilda. Wie gut findet man veganes Essen? Gibt es zum Beispiel viele rein vegetarische oder vegane Restaurants, Pizzerien, Cafés und so weiter und ja, so fort? Ja, finde ich, gibt es viele. Ja. Gibt es wirklich viele. Das ist ja so eine... Fast so eine Kollateralschaden, wenn man sich glutenfrei ernährt, dass man dann ja mit allen möglichen Einschränkungen. Behinderungen. Genau, dass man mit allen möglichen komischen Lifestyle-Choices konfrontiert wird. Wie heißt es? Kulinarische Barrierefreiheit. Richtig, genau. Es ist nicht glutenfrei, sondern barrierefrei. Und ich liebe auch veganes Essen, weil es meistens viel inspirierter ist als die regionale historische Küche. Also es ist einfach so irgendwie ein Stück Fleisch und dann noch was Beiges hast dazu. Hast du was hier in Flöns? Ja, es ist halt nicht einfach Flöns? So. Wisst ihr nicht, was Flöns ist? Erzähl mal. Das ist eine gebackene Blutwurst. Oh, das klingt ja köstlich. Und die liegt in der Regel auf Himmel und Äd. Ein Eisenriegel. Ist ja Kartoffelpüree und Apfelmus. Ne, Himmel und Erde, Himmel und die Erde. Also darüber Erdapfel liegt die Flöns, und Himmelsapfel. Richtig, und dann noch so gebratene Zwiebeln oben drüber. Flöns, woher kommt das? Das weiß ich auch nicht. Flöns. Naja, egal. Also Flöns suchen wir ja nicht, wenn wir Veganer-freundlich. Ja, schwierig. Aber ich finde eine 4 von 5. Gibt es veganes Flöns? Eine vegane Flöns habe ich noch nie gesehen. Das ist aber auch gesehen. So ekelhaft und so spezifisch. Also Blutwurst. Ist vegane ja so. Blutwurst habe ich noch. Gibt es sowas? Nein, unmöglich. Vielleicht so rote Beete oder so. Was ist ein veganes Blut? Ich weiß nicht. Harz. Schwierig. Ahornsirup. Ein Ahornsirup-Strumpf. Hm. Also ich finde es sehr vegan-freundlich, gerade auch, wenn man, hast du nicht einen Bruder, der vegan ist? Ja, mein Bruder ist vegan. Und der ist doch so auch sehr informiert, was es dann angeht. Der weiß doch dann immer was, wo aufgeht und da, also ich gebe eine 4 von 5. Ich auch gerade in Ehrenfeld wieder sehr vegan-freundlich. Lutz sagt es nochmal, mein Bruder ist Veganer. Mein Bruder ist Veganer. Krass. Ist das Nevin Subotic? Nevin Subotic, genau. Ein Dortmunder, Ex-Dortmunder-Spieler. In Köln. Na, gibt's denn sowas? Ja, ich find's ja immer gut, wenn Leute sich irgendwie über ihre Ernährung Gedanken machen müssen. Also, weißt du, wenn man einmal so allein dieses, man muss zum Beispiel die Packung mal rumdrehen und mal schauen, was ist dann alles ist so drin, was ich da in mein Gesicht reinstopfe. Genau, und dann merkt man, Moment mal, das hat ja gar keine Packung. Ich habe es ja gerade von einem Baum gepflückt. Also ich bin mittlerweile fast froh um jeden Spleen, den eine Person hat. Egal, was es ist, Hauptsache, man muss einmal kurz überlegen, ist das jetzt hier koscher oder carnivore oder herbivore oder was es da alles gibt? Ich glaube, dass auch die Achtsamkeit und dann im letzten Ende genau, auch die Dankbarkeit begünstigt. Genau. Und das ist ja die Kernkompetenz von Religion, ist, dass es Dankbarkeit erhöhen kann. Und das, genau. Da braucht es ja Achtsamkeit für. Wie Wohnsituation, wie ist es als Mieterin in Köln? Auf einer Skala von Luxus-Apartment am Rhein bis kreative Fläche für Tüftler. Boah, schwierig. Also ich finde es schwierig, überhaupt erst an eine Wohnung zu kommen. Ja.
Dann muss man viele Abstriche machen, also bei sich selber im Schritt, weil man in so einer schimmelbehafteten Wohnung ist, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es sich nicht auf die Schleimhäute übertragen hat. Und man muss viele Leute kennen. Man kann schlecht als außenstehende Person hier hinkommen und dann gleich nicht verarscht werden. Ich finde es schwierig. Ja, wir wurden auch schon sehr oft verarscht hier. Ja. Und also ich würde sagen dreimal oder so. Dreimal so richtig verarscht. Und vor allem halt in einer total schwierigen Phase, wo wir gerade unsere Firma gegründet hatten, wo Hazel hochschwanger war. Mm. Also weißt du, wo es eigentlich sehr wichtig gewesen wäre, aufgehoben zu sein. Und wenn man dann an eine Wohnung gerät, neben einem Luftschacht, wo die Fenster einfach verglast sind für irgendwie 2.500 Euro und man hat einen Vertrag unterschrieben, gewerblich über 10 Jahre, aus dem man nicht so schnell rauskommt. Und so. Also dann ist man einfach verloren als junger Mensch. Das ist wirklich krass. Ja, Wohnsituation ist natürlich Mist. Also ich meine, das ist ja auch wieder so ein deutschlandweites Problem. Es ist ja überall gerade katastrophal. Mhm. Und gerade in Großstädten muss man gerade sagen. In Großstädten, da aber wieder im Vergleich natürlich, ne, Köln als Millionenstadt, wenn man es jetzt vergleicht mit Gruselstädten wie München, Frankfurt, Düsseldorf, ist es natürlich wieder nicht, Berlin, ist es natürlich wieder nicht ganz so schrecklich, was die Preise angeht. Ne? Aber ich finde, dass es auch in Köln nicht so eine schöne Architektur gibt, die auch innenarchitektonisch ansprechend ist, wie in anderen Städten. Also, dass du so eine Wohnung findest, wo du reinkommst und sagst, boah, die ist ja cool, die hat ja hohe Decken, boah, ist das Stuckatur. Das gibt es in Köln einfach nicht. Ja, weil natürlich in Köln, das sind diese ganzen scheiß 50er-Jahre-Bauten, die man schnell hochgezogen hat, weil alles kaputt war. Es ist wie, wenn ein Gebiss kaputt geht und du hast die Hälfte der Zähne nicht mehr und der Zahnarzt sagt, wissen Sie was, wir könnten 3 Monate lang hier an Prothesen und künstlichen Zähnen arbeiten. Ich habe aber auch eine Schublade, da sind ein paar Polly Pockets drin, die schmeiße ich Ihnen jetzt rein. Dann ist halt jeder zweite Zahn von Ihnen eine witzige Puppe. Die können Sie dann frisieren. Ja. Und du bist dumm und sagst, ja, gerne. Ja, ja. Hazelbrugger, meine Damen und Herren, auch bekannt für Aussagen wie Tennis in einem Bikini. Hot. 2 von 5 gebe ich Köln in Sachen Wohnungen. Ja, also wenn man in Köln leicht was findet, ist es eigentlich schon fast eine Red Flags. Ja, aber wirklich. Und ich finde, es gibt halt auch viele Wohnungen oder viele Szenebereiche, wo es keine guten Wohnungen gibt. Also ganz belgisches Viertel zum Beispiel. Ja. Mega scheiße zum Wohnen. Und das ist in Berlin nicht so. Also Prenzlauer Berg, klar, alle Leute sehen gleich aus. Aber mal sehen auch relativ gut aus. Aber da hast du dann auch schöne Wohnungen genau, und draußen das ist auch ein wichtiger schön. Punkt, Hazel, finde ich, dass das ist so ein bisschen wie das Essen in der Schweiz. Ist wahnsinnig teuer, aber wenn du dann 40 Euro für einen veganen Burger bezahlst, eine ist der Scheibe auch gut. Mandarine. Ist es dann auch wirklich gut. Und das ist auch, würde ich behaupten, in Berlin so, in Düsseldorf so, wenn du dann mal eine Wohnung gefunden hast, ist die auch groß, ausgebaut, modern und so weiter und so fort. Und in Köln kriegst du halt immer so irgendwas. Ja, ja, das reicht. Immer so eine ausgebaute Garage. Ja. Wir haben doch mal so eine Garage angeschaut, die hatte einen Wasseranschluss. Oh, hätte, glaube ich, 200.000 Euro gekostet, die einfach zu kaufen. Hätte ich machen können, habe ich dann zum Glück nicht gemacht. Und dann hat Thomas ein Angebot gemacht, was niedriger war und der Makler hat einfach nur gelacht und hat gar nichts gesagt. Er hat einfach 2 Minuten lang gelacht und dann dachten wir uns so, ich glaube, er nimmt es nicht an. Also, was sagt ihr? 2 von 5. Ich sag, im Vergleich zu anderen Städten trotzdem noch eine 3. Ich sag auch. Hast du, Lutz, kurz, ja. Hast du überhaupt jemals woanders gewohnt? Als in Köln? Nein, das ist absurd eigentlich. Und es ist auch ein bisschen schade. Doch, weil du ich warst glaube, doch 3 Wochen in Frankreich, ja. Oder? Ich war 3 Wochen in Saint-Gaudens. Aber ansonsten in Köln. Das ist ein französisch klingende Wort. Ja, französischer geht's nicht mehr, ne? Saint-Gaudens. In Köln aufgewachsen. Hier werde ich bleiben, hier werde ich sterben. Es ist traurig, aber so sieht's aus. X wie. Und jetzt bin ich super gespannt, das ist meine Lieblingsstelle jetzt. Was hast du für X und für Y gefunden? Das ist so Ratet spannend. Mal, ihr kriegt 3 Versuche. Es geht ja eigentlich nur Xylophon und Xaver. Oder man macht sowas wie X-beliebige. Oh, irgendwas. Oder das was? X-Ray. Oder X-Chromosom. Oder er hat so ein Wortspiel Xenophobie. Gemacht. Wie? Xenophobie. Nein. Sehr gut. Hazel. Ich weiß nicht mal, was das ist, Kinder. Was zur Hölle ist das? Also so Leute, die nicht mal wissen, was Xenophobie ist, die brauchen wir hier aber gar nicht. Fremdenfeindlichkeit. Xenos, die Fremde. Köln. Wie steht es um die Kölner Offenheit? Ich muss es ja immer so formulieren, dass 5 von 5 das Beste ist. Ich kann ja nicht sagen, wie xenophob ist Köln, dann 5 von 5. Auch Leute aus Düsseldorf dürfen hier nicht hinziehen. Also das muss man sagen, beim Thema Offenheit deutschlandweit ist Köln, Düsseldorf eine der größten Stadtfäden, oder? Ja,
Und das liegt woran? Daran, dass ja die gerne, Düsseldorfer so dass sie so scheiße sind. Ich liebe ja Düsseldorf. Nein, es ist ja, mich nervt es auch teilweise, dass man immer natürlich Köln, das ist immer so ein Spruch und das ist dann auch, das ist auch das einfach ist so witze technisch ausgereizt. Die dir wahrscheinlich immer sagen, ob sie dich oder Fabian Köster besser finden. Und du denkst so, genau. Hallo. Natürlich mich, genau. Natürlich Köln. Ja, ich kann erklären, warum es so ist. Warum gibt es diese Fehde zwischen Köln und Düsseldorf? Wisst ihr es? Mhm. Nee. Weil Düsseldorf ist ja die Landeshauptstadt. Und da sagt man als Kölner zu Recht, ich finde, Köln sollte die Landeshauptstadt sein. Wieso Frankfurt ist der nicht die Landeshauptstadt ist, sondern Wiesbaden? Ja. Ja, ja. Wieso ist der kleine Bruder der die Firma erbt? So ist das ein bisschen. Aber ist doch auch voll gut, wenn man nicht die Landeshauptstadt hat. Also Streber. Ich finde immer so dieses, ich will die Hauptstadt sein. Was ist das für eine Verantwortung? Ja, das ist total nervig. Das ist nur Papierkram und so weiter. Aber abgesehen von Düsseldorf, finde ich, ist Köln wahnsinnig offen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr offen allen Kulturen gegenüber. Abschließendes Urteil. 5 von 5. 5 von 5. Ja. Wow. Boah, jetzt Y, ne? Y bin ich ja, so gespannt. Was sagt ihr? Youth Pastor Rape Scandal. Boah, Y, ey, was soll das sein? Was macht man da immer? Es gibt doch so ein Yerba Mate. Boah, nee, kein Yo. Yo-Yo. Yo-Yo. Yo. Ich glaube, es ist besser, wenn wir Thomas jetzt einfach fragen. Yes. Nicht mal bei Y-Chromosom. Oh. Ist Köln eine Men's World? Wie schlägt man sich als Frau in der Kölner Geschäftswelt? Also als Funke Marie hast du gute Chancen. Ja. Also wenn man kein Y-Chromosom hat, als meinst du? Als Politikerin, weil Henriette Reker ist seit 2015. Genau, aber sie hat ja kein Y-Chromosom. Genau, genau. Okay. Aber genauso war ja auch bei Gluten. Ja, Gluten, die Abwesenheit. Genau. Eines Xenophobie, die Abwesenheit von Xenophobie. Ja, gut. Ich finde, es ist eigentlich sehr, also was ich halt schön finde, ist, dass in Köln das dann nicht so an die große Glocke gehängt wird. Ich finde es so. Passt eigentlich. Die wichtigste, jetzt hat der Tuschmann ein bisschen geschlafen. Die wichtigste Frau Kölns ist ja, oder der wichtigste Mensch ist wahrscheinlich Caroline Kebekus. Und das ist ja eine Frau. Das stimmt. Oder was würdest du sagen? Also seit Podolski nicht mehr spielt. Podolski ist der wichtigste, die wichtigste Frau in Köln, meinst du? Nee, die wichtigste Person in Köln, hat sie gemeint. Ist sag Caroline mir eine Kebekus. Person, die wichtiger ist. Aber als was ist denn mit der Frau Reker? Ja, aber ich meine, sie meint so im so wie das Beyoncé die wichtigste Person. Also von mehr, also USA klar, im ist. Unterhaltungsbereich, ja, würde ich auch sagen. Also auch wichtiger als alle Männer, die aus Köln kommen. Und war das mit mir? Lutz, war das mit mir? Leid. Dem kölschen ja. Stropp? War das mit dem kölschen Stropp, der schon in der zweiten ja, Klasse ist? Man könnte sagen, genau wie Caroline Kebekus sitzt du auch jetzt hier. Ja, auf dem gleichen Stuhl. Und du bist ein kölscher Jung, weil Caroline ist nämlich in Bergisch Gladbach geboren. Ah, das gilt dann eigentlich auch nee, nicht. Nee, das gilt nicht. Nee, das ist so ärgerlich. Ich kenne viele Leute, die in Bergisch Gladbach geboren sind, dass die ärgern sich zu Tode. Das finde ich aber weil auch weil es ist so asozial. Das steht meine im Pass ich mit, Bergisch es ist cringe. Gladbach. Das ist einfach so, das ist doch scheißegal. Also hört doch auf. Ja, aber willst, also, aber es ist super ärgerlich. Ich will doch nicht in meinem Pass Bergisch Gladbach stehen haben. Also als sehr erfolgreiche Frau in einer männerdominierten Szene, die sowieso gar nichts mit anderen Leuten innerhalb ihrer Arbeitswelt zu tun hat, außer mit ihrem Ehemann, den sie unterdrückt, muss ich sagen, es ist sehr gut. 5 von 5. 5 von 5. 5 von 5. Wow. Was sagst du denn? Ja, keine Ahnung. Ja. Also soll es besser sein in Hamburg? Ich weiß es nicht. Ich sag dazu nur, ich bin ja quasi auch Spielerfrau. Hast du schon mal eine Frau gesehen, die morgens um 5 auf dem Fischmarkt in Hamburg einen Aal schwingt? Ich nicht. Mhm. Guter ist Vergleich. Ist das eine Metapher? Das ist gar wer keine weiß. Metapher. Ich meine, das glitschige Tier in deiner Hose. Kommen wir zum letzten Punkt. Z. Jetzt. Ich wollte erst machen Zollstock, dann dachte ich, ja, das ja, ist langweilig. Ein bisschen wie Junkersdorf. Ja, ja. Z wie Zukunft. Wie gut ist Köln auf die nächsten 20 Jahre vorbereitet? Ich also, würde so sagen, wie die ganze Welt gar nicht. Da geht es bergab. Ich würde sagen, wenn die Zukunft genauso ist wie heute, dann schlecht. Also wenn die Permafrostböden noch weiter schmelzen. Wenn da noch weitere giftige Jase in der Umwelt gepfeffert werden. Schlecht, also ganz schlecht. Ja, aber das Gute ist... Aber Köln im Speziellen? Ja, Köln, das Schöne an Köln ist ja dadurch, dass die Stadt nicht so schön ist, dass wir Kölner uns alles schön saufen können. Ja, und dadurch, und dass auch die Politikerinnen hier sehr langsam sind, passiert einfach gemütlich. Nicht so viel und damit auch nicht so viel Falsches. Genau, das dauert immer ein bisschen, ne? Ja, und gut, vielleicht könnte man dann sagen, architektonisch, man ist ja auch schon einiges gewohnt. Genau. Also man kann mit aus nichts etwas machen. Ich habe auch mal bei uns in die Wand gebohrt, da war eine Bierflasche drin und da dachte ich auch so,
Mein Gott, also wenn jemand aus einer schlechten Situation eine schlechte Situation mit einer hässlichen Wohnung machen kann, dann ja wohl der Kölner an sich. Und das wird ja in Zukunft auch noch auf uns zukommen. Ja, Köln ist irgendwie so ein bisschen, es hat sowas von sturmfrei haben in Köln wohnen, finde ich. Also man kriegt sozusagen, die Kleidung wird nicht gewaschen und man wird nicht bekocht, aber es stört auch niemanden, wenn man furzt. Ja. Und der Musical Dome steht auch noch in 20 Jahren. Das steht fest. Dieses Zelt. Das Zelt am Dom. Und diese Securities bei der Philharmonie, die schauen, dass man nicht auf dem Platz oben drüber rumläuft. Ja, und die Oper, die wird definitiv in 20 Jahren noch nicht fertig sein. Das ist ja auch so ein geiles Ding. Ja, gut, aber die Oper an sich, ich meine, das ist ja ein zeitloses Konstrukt. Das ist ja egal, wie lange das dauert. Das wäre dann das nächste, das ist das ABC der missratenen Baumaßnahmen in Köln. Aber ich gebe Köln in Sachen Zukunft eine 3 von 5, weil ich glaube, sie können zwar aus nichts irgendwas machen, aber sie planen auch nicht, irgendwas zu machen, um dann mehr als nichts zu haben. Oh, das was wird nach Köln die 5. Millionenstadt in Deutschland? Frage. Boah, ich weiß überhaupt nicht, wie groß die anderen sind. Wie groß ist denn Frankfurt gerade? Frankfurt ist tagsüber schon eine Millionenstadt, aber in der Nacht noch nicht. Wenn die ganzen Ratten wieder in die Hose fahren. Ja, nee, also 3 von 5. Was gibst du, Lutz, auf das Zukunftsskala? Das Hetz von der Welt ist Kölle. Wow, das ist verfettet. Da holt er jetzt schon zur großen Schlussrede. Ja, aber das ist natürlich totaler Bullshit. Aber wenn man das Lied oft genug singt und man genug Bier trinkt, glaubt man das. Das kann der Kölner. Es wird immer eine Zukunft geben in Köln, die schön ist. Man muss es nur sich so man muss nur einreden. So schlecht gebildet sein, dass man gar nichts anderes weiß. Man muss nur Alkoholiker sein. Ja, man muss nur Alkoholiker sein und ein paar Karnevalslieder kennen und die wird man in Köln kennen und man wird hier immer Alkoholiker sein. Deswegen 5 von 5, es wird eine schöne Zukunft. Also anders gesagt, wenn dein Standpunkt sehr klein ist, dann ist auch eine kurze Linie ein Horizont. Sehr Köln, schön, Köln ist wie, das hat glaube ich Einstein mal gesagt. Wenn man, ja, der hat gesagt, die meisten Leute haben einen Horizont mit Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt. Ah, wow, ja. Bist du quasi genauso schlau wie Einstein. Nee, das bin ich nicht. Köln ist wie eine Schachtel Pralinen, nichts für trockene Alkoholiker. Wenn man sie schüttelt, dann klappert's. Ja, was sagt er zu Köln, so grundsätzlich? Wie glaubt ihr, schneiden wir denn es ab? Ich müsste jetzt nochmal hören und nochmal alles zusammenzählen. Ich denke, das wir haben im Schnitt so eine 3,5 angegeben. Ja, aber man muss schon sagen, also Köln, genau wie ganz Deutschland, da werden wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen, muss ich schon ein bisschen ranhalten langsam, oder? Ich finde es ja schön, immer wenn ich sage, wenn mich Leute fragen, wo kommst du her? Und ich sage aus Köln, dann lächeln die. Und also nicht, also wirklich freundlich dann, und nein, andere wirklich so, freundlich. Ach, der weiß nichts besser. Nein, wirklich so, ach, Köln. Und dann strahlen die so. Mhm. Und das ist ja auch schön. Das ist ja ein total schönes Image für eine Stadt, dass du Leute zum Lächeln bringst, wenn du den Namen sagst. Und ich meine nicht belächeln. Ich meine wirklich, also ein offenes, schönes Lächeln. Ach, Köln. Ach, und Köln, Flatrate-Bordell. Ja. Supergeil. Ist das nicht das größte Puff Europas? Ja, das glaube ich so. Der Vorreiter, wenn es um weibliche Ausbeutung geht. Super. Ja. Ich sage, Köln ist für mich persönlich, und man kann viel an Köln kritisieren, für mich ist es die schönste Stadt in Deutschland und ich möchte hier auf keinen Fall mehr weg. So. Ich glaube, es spricht absolut für sich, dass eine so wählerische Person, wie ich es bin, schon seit 7 Jahren oder so hier lebt. Genau, das muss man ja grundsätzlich sagen. Also wir alle wohnen ja schon sehr lange in Köln, manch einer länger als manch anderer und so weiter. Aber ich war ja vorher schon mal in Köln für ein Jahr, bin dann wieder mit dir, Hazel, hingezogen. Deine Mutter hat ja in Köln gewohnt. Das heißt, wir alle kannten Köln auch schon irgendwie und sind auch trotzdem deswegen hingezogen. Wohnen jetzt schon Ewigkeiten hier, waren hier relativ erfolgreich alle in der Arbeitswelt und so weiter. Also so schlecht können wir Köln ja gar nicht finden. Also selbst wenn man, das muss man immer so ein bisschen in Perspektive sehen. Es ist genauso, wie wenn Hazel und ich uns im Podcast über unsere Ehe oder so ein bisschen foppen. Es bedeutet ja jetzt nicht, dass wir uns hassen und jetzt dann endlich die Möglichkeit haben, übereinander herzuziehen. Ja, was ich foppe, sondern poppt sich. Sehr schön, sondern dass man sozusagen sich grundsätzlich mag, 99,9% findet man ganz, ganz toll, aber dann so beim letzten Quäntchen würde man sich wünschen, gerade weil einem so viel an der Stadt oder der Person liegt, dass man sagt, ja,
streng ich doch in der Hinsicht vielleicht noch ein bisschen mehr an. Ja, also alle, die kurz vor der Frage stehen, soll ich nach Köln ziehen oder nicht? Ich würde sagen, man kann nichts verlieren dadurch. Also man kann aber auch nichts gewinnen. Man kann nichts gewinnen, man kann nichts doch, verlieren. Kann man, aber doch, wenn man sich sein eigenes Leben so anschaut, ganz ehrlich, Lutz, wie oft haben wir schon gewonnen? Also selten. Deswegen vielen lieben Dank, Thomas, du hast das so gut gemacht. Ja, das war toll. Der Smoking war super, du warst super. Und das Alphabet macht ja richtig Spaß. Ja, du bist eine 5 von 5. Buchstaben. Ja. Dankeschön. Ja, du bist eine T wie Thomas ist toll. Dankeschön. Kommt gut in die Loch. Also singen wir jetzt in die Loch. Kommt gut in die Löcher. Singen wir jetzt kein kölsches Lied. Ja, okay. Kannst gerne noch ein kölsches Lied singen. Melosse de Dom in Kölle singen wir doch jetzt bestimmt noch zusammen, oder? Esch, Pesch, Weidetage. De Dom in Kölle. Nippes, Paul, Esch, Pesch und Gall. Ja, komm, lassen wir dann doch. Gerne. Fans. Wollt ihr es jetzt parallel singen? Ich würde oder? Es nee, parallel als aber Kanon. Was willst du denn? Ich kann ja nur das eine vom FC Kölle. Ich kann ja gar nichts. Echt? Oder dann kann ich noch viermal hab ich heute schon bezahlt. Okay. Nee, sing du einfach. Oder echte Freunde stand zusammen. Das wird doch auch zu uns. Freunde stand zusammen. Oh, da müssen wir GEMA stand bezahlen, glaube ich. Wenn echt. Wir ach, oh Gott. Oh, also dann machen wir es mit einer anderen Melodie, die GEMA-frei ist, für Elise. Also jetzt okay. Kommen Lutz van der Horst, Thomas Spitzer und Hildebrugger mit echte Freunde stöhnt zusammen auf für Elise. Boah. Echte Freunde stöhnt zusammen. Das war der Podcast von Hazel, Thomas und Lutz. Oh Gott, ist das traurig. Bitte das sagt mir, dass ihr nicht mehr hört, aber Köln dass ihr bis Spezial jetzt gehört habt. Vielen Dank, Leute. Kommt gut in die Woche. Danke, macht Lutz. Es gerne, gut gerne. Und bis zum nächsten Mal. Hast du noch abschließende Worte, Lutz? Nö. Ist Jod jetzt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Idee und Produktion: Hazel und Thomas. Ton: Benjamin Grimmeisen. Musik: Young Kira. Aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.